Candy. Lasst uns ein bisschen schneller machen, Muffi, du trödelst mal wieder. Ich hasse Schlaubi. Heiliger Strohsack, hör auf, du brichst ja deinen Schlumpf. Warte, ich komm rauf. Mir scheint, du hast offensichtlich noch nie etwas von dem Schlumpf gehört, der auf dem verkehrten Ende eines Astes gesessen hat. Denk erst nach, bevor du schlumpfst. Was glaubst du, wird passieren, wenn der Ast abschlumpft? Also, säge gefälligst von der anderen Seite, verstanden? Meinst du vielleicht so? Genau. Und nun kannst du geschlumpft und munter weitersägen. Du hast wirklich Glück gehabt, dass ich gerade vorbeigeschlumpft kam. Allerdings, Schlaubi, das hab ich. Ich hoffe, du wirst ab jetzt vorsichtiger sein. So ist es richtig. Aber passt auf, dass die Baumstämme auch eng aneinander schlumpfen. Ja, und denk dran, ein Schlumpf zur rechten Seite erspart neu und ein... Es ist äußerst unartig, während der Arbeit zu schlumpfen. Ich werde Papa Schlumpf erzählen und das wird ihm gar nicht gefallen. Kein klitzekleines bisschen. Papa Schlumpf, wo bist du denn, wenn ich dich brauche, Papa Schlumpf? Und eine Prise Alraunwurzel als Schlumpfmittel. So, jetzt werden wir gleich sehen, ob dieser Dünger wirkt. Na, komm schon, du faules Gänseblümchen. Ah, sie wächst. So ist's gut. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab Flower Power. Oh. Oh je, was geschieht denn mit dem Gänseblümchen? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ja, ich hab eine kleine Prise zu viel. Nein! Das ist ja eine schlumpffressende Pflanze. Aha, willst du etwa die Hand fressen, die dir Wasser gibt? Hier, wie wär's, wenn du erstmal das frisst? Hey, schlumpf deine Rampen gefälligst von mir weg. Aua, hör auf! Hilfe, Hilfe! Das ist doch Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schnell, schnell, ich kriege keine Luft mehr. Lass Papa Schlumpf los, du verrückt gewordenes Gänseblümchen. Hilfe! Hefti, geh dem Übel direkt an die Wurzel. Wird gemacht, Papa Schlumpf. Alles in Ordnung, Papa Schlumpf. Ja, aber dieser neue Dünger, den ich erfunden habe, ist gefährlich. Deshalb ist es besser, ihr bringt ihn gleich in die Wüste hinter dem Wald und vergrabt ihn dort. Bin schon auf dem Weg. Na los, komm, Fauli. Ein verschlumpft langer Weg bis zur Wüste. Ich bin müde. Meine Füße sind müde und die Schafe ist auch müde. Möcht ein Nickerchen machen. Hey, sieh mal da. Eine Schlucht. Na und? Na ja, die ist doch viel näher als die Wüste, oder? Ja. Aber Papa Schlumpf sagte, wir sollen es unter der Erde verschlumpfen. Welche Erde könnte weiter unter der Erde liegen als die da? Tja, ich glaube, du hast recht. Also weg mit dir. Abwärts. Gute Reise! Ha, jetzt kann uns keine Schwierigkeiten mehr machen. Ja, wir werden gerade zur Schlafenszeit zurück sein, ja. Thank you.
schrecklich. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht schlafen kann. Vielleicht hat der Hefty ja recht. Wir hätten den Dünger in der Wüste verschlumpfen sollen, wie Papa Schlumpf es gesagt hat. Möglicherweise weiß Hefty, was zu tun ist. Was ist das? Was ist hier los? Ich gehe lieber wieder nach Hause. Was ist da? Wer ist da? Ah, oh Gott! Hey, wer stört da meinen Schönheitsschlaf? Was soll der Krach da unten? Ich hasse Krach. Es war nicht meine Trompete. Ach du meine Güte, ist auch kein Schlumpf verletzt? Papa Schlumpf sagt, Krach in der Nacht bringt Gleichgewichtsstörungen am nächsten Tag. Was soll denn dieser Radau? Ist irgendeinem Schlumpf irgendwas geschehen? Hier, Papa Schlumpf, erst machte es flatter und dann auf einmal wumm. Ich sah einen riesigen Schatten und plötzlich schlumpfte ein lautes Heuli-Heuli aus. Ein lautes Heuli-Heul? Papa Schlumpf, Papa Schlumpf, das Vorratshaus ist zerstört und das ganze Essen ist geschlumpft worden. Das Vorratshaus? Oh, wer würde so etwas denn anschlumpfen? Papa Schlumpf, schau dir das mal an. Vogelspuren. Dieser Vogel muss ein riesiges Ungeheuer sein. Dann hat also dieses Monster unser ganzes Essen aufgeschlumpft. All die Kastanien, den Mais und die Sarsaparilla und auch den ganzen leckeren Honig. Oh! Lieber Schlumpf, ich hoffe nur, er hat die Brücke nicht zerstört. Wir kämen sonst nicht mehr über den Fluss, um uns Nahrungsmittel zu holen. Mir nach! Wir sehen uns jetzt alle die Brücke an. Ich hasse Brücken ansehen. Nun, sie scheint noch stabil und schlumpfig zu sein. Dann sollten wir uns gleich mit ein bisschen mehr eindecken, stimmt's, Papa Schlumpf? Oh Gott, das Vogelmonster! Wo ist der denn nur hergekommen? Ich hasse Vogelmonster. Pass auf, da kommt er wieder. Er zerschlumpft unsere Brücke. Ich hasse es zu fallen. Alle Schlümpfe zurück ins Dorf. Vorsicht, pass auf! Oh, ich hasse Monster! Hier lang! Ich weiß, wo wir uns verstecken können. Na los, komm doch, du großes, blödes Federmonster! Ich hasse Dunkelheit. Oje, das ist aber unheimlich gruselig. Was sollen wir jetzt machen, Papa Schlumpf? Wir werden dieses Spatzengehirn überlisten. Folgt mir! Wenn du in der Nähe bist, Papa Schlumpf, mache ich mir nie Sorgen. Du bist ja so schlau. Heuli, 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 heuli! Hilfe! Alle Schlümpfe zum Versammlungsplatz! Ich habe diese Versammlung einberufen, um euch zu sagen, dass wir uns in Todesgefahr befinden. Wir müssen einen Weg schlumpfen, um uns vor diesem gefräßigen Vogel zu schützen. Ich hasse Gefrätzi. Ich hasse Vögel. Gefräßig? Dieser Vogel erinnert mich an das Gänseblümchen in meinem Labor. Ich hab dir doch gesagt, wir hätten es in der Wüste verschlumpfen sollen. Ja, aber du... Hefty? Fauli? Ja, Papa Schlumpf? Habt ihr das Düngemittel in der Wüste vergraben, so wie ich es euch gesagt habe? Naja, Fauli, ich meine, also ehrlich gesagt... Wir haben es in eine Schlucht geschlumpft, Papa Schlumpf. In eine Schlucht? Ihr habt euch in einer so wichtigen Sache meinen Anweisungen widersetzt? Und ihr wisst, dass ihr euch Papa Schlumpfs Anweisungen nie widersetzen solltet, denn... Geht in Deckung! Schnell! Oh,
passiert, wenn man sich nicht an Papa Schlumpfs Anweisungen hält. Ihr schlumpft dadurch alle möglichen Scherereien herunter auf eure Köpfe. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob der Heulvogel durch die Tür kommt. Ich wusste doch, dass er nicht durch die Tür kommen würde. Ich hasse Puffer. Hey, Heulvogel, ich hab dir ein kleines Geschenk für dich. Oh nein! Sowas kannst du doch nicht mit meinem Geschenk machen. Das war nicht witzig. Schlumpft euch Schutz im Wald, aber schnell. Beeil euch schnell! Nicht so langsam! Endlich ein sicherer Ort. Folgt mir, ich kenne ein sicheres Versteck. Schlumpf deine Hände hoch, du blöder Vogel! Der Heulvogel fliegt fort, Papa Schlumpf. Gut, jetzt müssen wir die anderen rufen, damit sie hierher schlumpfen. Eins, zwei, drei, Schlumpf! Hierher, Schlumpfe! Es ist bloß Federchen. Bei Schlumpf, Federchen könnte eine Nachricht übermitteln. Fertig! Viel Glück, Federchen! Und nimm dich vor dem Heulvogel in Acht. Siehst du irgendwo den Heulvogel, Schlumpfine? Ich hasse den Heulvogel. Nein, aber ich... Was ist das? Es ist der Heulvogel. Ich kann es fühlen in meinem... In deinem Herzen. In Wirklichkeit habe ich keine Angst. Ja, tatsächlich. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Ich war nur... Der Heulvogel! Es ist Federchen. Federchen? Aber was steht denn da auf der Fahne? Schlümpfe kommen zum alten Turm. Ich habe natürlich die ganze Zeit gewusst, dass es Federchen war. Das wird von Papa Schlumpf stammen. Wir müssen schnell die anderen finden. Schlümpfe! Was ist denn? Zum alten Turm, kommt mit! Ich hasse alte Türme. Papa Schlumpf, da kommen Sie! Hui, seht mal, was da noch ankommt. Der Heulvogel! Die Schlumpfen keine Chance! Oh, Schlumpf, du mein Lieb! Also jetzt mal nicht so voreilig, Herr Heulvogel, ja? Es heißt doch schließlich Eile mit Weile. Armer Schlaubi. Ich liebe Federfreude! Hurra! Ja, auf die Feder hoch! Warte mit dem Jubel! Erst müssen wir einen Weg finden, wie wir den Heulvogel loswerden. Ich habe eine Idee, Papa Schlumpf. Wir könnten diese Armbrust reparieren und dann... Bei Schlumpf, Handy, das ist gar keine schlechte Idee. Da ist er! Was? Wo? Wer? Wann? Aufgepasst! Achtung! Fertig! Feuer!
klein. Aber Papa Schlumpf sagt, man soll keine Chance ungenutzt lassen. Papa Schlumpf sagt... Feuer! Das werde ich Papa Schlumpf sagen. Verlass dich drauf, Effi. Etwas anderes einschlumpfen. Ah! Nein, nein, das ist nicht gut. Ich hab's! Nein, nein, das ist auch nicht gut. Jetzt hab ich's! Pauli, Hefti, erinnert ihr euch noch genau, wo ihr das Düngemittel weggeworfen habt? Ja, klar, Papa Schlumpf. Gut, dann bringt mich dorthin. Wir gehen, wenn es dunkel ist. Vorsichtig, Papa Schlumpf. Wir müssen wieder zurück sein, bevor der Heulvogel aufwacht. Ist es noch sehr weit? Nein, nicht mehr weit. Wie weit ist es denn noch? Jetzt sind wir gleich da. Ist es noch weiter? Ja, ist es. Ja, die Flasche ist auf halber Strecke hängen geblieben, Papa Schlumpf. Also an die Arbeit, es wird bald hell. Da ist das Düngemittel, Papa Schlumpf. Ja, da ist gerade noch genug übrig. Was hast du denn mit dem Zeug vor, Papa Schlumpf? Ich mache die Wirkung dieses Mittels rückgängig und versetze den Heulvogel wieder in seinen Normalzustand. Naja, das hoffe ich jedenfalls. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, Papa Schlumpf. Ja, es ist schon fast hell. Dann lauft schneller! Wir sind fast da. Wir schaffen es. Wir schaffen es nicht! Oh, ich glaube, wir werden gleich ins Gras beißen. Sieh mal die gute Seite, Fauli. Du versinkst gleich in ewigen Schlaf. Ich hab die Nase voll davon. Schlümpfe, mach das Fenster auf! Das war etwas zu schlumpfig, um bequem zu sein. Ja, ich werde eine Woche nicht schlafen können. Andy, ist die kleine Überraschung für den Heulvogel fertig? Aber ja, Papa Schlumpf. Dann schlumpf mal das Katapult raus, während ich die Wirkung des Düngemittels rückgängig mache. Fertig, Feuer! Nieder mit dem Heulvogel! Was sollen wir denn jetzt mit diesem grässlichen alten Heulvogel anstellen, Papa Schlumpf? Ich flöße ihm dieses rückgängig gemachte Düngemittel ein. Drück die Daumen, dass es schlumpft. Hefti, wenn ich dir Bescheid sage, gib dem Heulvogel einen kräftigen Tritt, in den du weißt schon was. Torti, nimm die Fesseln von seinem Schnabel ab. Fertig? Schlumpf ihn, Hefti! Wieso? Ja, ja, ich hab dich gehört. Geh und schlumpf woanders, ja? Ich hab zu tun. Also, Papa Schlumpf hat die Wirkung des Mittels aufgehoben und dadurch ist der Heulvogel auf seine normale Größe geschrumpft. Eine geniale Idee war das.
Ab jetzt wird uns der Heulvogel nie wieder Kopfschmerzen bereiten. Aua! Das solltest du wissen. Auf einem fallenden Stein wächst kein Moos. Und so stand die kleine Maus wieder vor der Mauer und starrte hinauf zu der großen roten Katze. Oh. Dann sprang sie plötzlich über die Mauer und rannte so schnell sie nur konnte. Oh. Schnell, kleines Mäuschen, lauf schnell! Blanka Giftzahn, die große rote Katze, stürzte hinterher. Ich hasse Katzen! Ja, ich bin absolut deiner Meinung, Muffi. Gerade neulich war ich wirklich kurz davor, Azraels Katzenfutter zu werden. Sind alle Katzen so gemein und böse wie Azrael, Papa Schlumpf? Azrael ist zwar eine Katze, aber er ist weder böse noch gemein. Eine Katze ist eine Katze. Naturi hat recht, meine kleinen Schlümpfe. Eine Katze ist eine Katze. Oh, eine Katze ist eine Katze. Fass sie, du dämliche Katze, fass sie. Lass die blöde Ratte nicht mit meinem Käse entkommen. Du bist wirklich keine gute Katze, Azrael. Ich verachte dich. Du kannst keine Mäuse fangen, du kannst keine Vögel fangen, du kannst keine Schlümpfe fangen. Du bist zu nichts Nutze. Du frisst mein Essen, schläfst in meinem Bett. Von dir kriege ich Flöhe. Ich hab genug. Verschwinde. Raus! Gargamel behandelt seine Katze ganz schlecht, Papa Schlumpf. Man fragt sich wirklich, warum sie nicht einfach abhaut. Glaubt es oder glaubt es nicht. Aber sie brauchen einander. Das ist Teil einer ganz besonderen Beziehung zwischen Herr und Haustier. Oh, sag mal, Papa Schlumpf, könnte ich auch Herr sein mit dem Haustier? Darüber denken wir morgen früh mal nach, Klamsi. Zeit ins Bett zu gehen, meine kleinen Schlümpfe. Und schlaft gut. Gute Nacht, Papa Schlumpf. Oh ja, als erstes morgen früh werde ich Papa Schlumpf fragen, ob ich eine Kuh als Haustier haben kann. Wenn Papa Schlumpf dir eine Kuh erlaubt, gestattet er mir ganz sicher einen Pfau. Ja, und ich werde Papa Schlumpf um einen dicken Bären bitten. Mit meinem Haustier werde ich euch alle überraschen. Ich hasse dein Haustier. Hierher, Mietz. Es ist Zeit fürs Abendessen. Komm zu Gargi. Na dann verhungere doch, du blöde Katze. Wir möchten alle gerne ein Haustier haben, Papa Schlumpf. Klamsi will eine Kuh und ich ein Haustierpferd, Papa Schlumpf. Ich möchte gerne ein Pfau. Und ich ein Bären. Ich wünsche mir eine Giraffe. Bitte, bitte, Papa Schlumpf, dürfen wir? Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass das passende Haustiere für Schlümpfe sind. Oh. Ich will damit sagen, gegen schlumpfige Haustiere habe ich nichts einzuwenden. Hurra! Hurra! Also, wo wir doch jetzt Haustiere haben werden, wie wär's dann mit einer Haustiershow? Hurra! Und mit Preisen! Hurra! Preise für wirklich jeden! Preise für das größte, kleinste, lustigste, niedlichste Haustier! Für das schlauste Haustier, originellste Haustier und so weiter! Aber solange wir noch keine Haustiere haben, können wir natürlich noch keine Haustiershow veranstalten. Also gebe ich Schlaubi Schlumpf hiermit bekannt, dass die Haustierjagd eröffnet ist. Die Schwierigkeit mit dir, Azrael, ist, dass du nichts weiter als eine gewöhnliche Katze bist, ein nutzloses Haustier. Völlig wertlos, gewöhnlich bis zum geht nicht mehr. Aber nicht mehr lange. Wenn du erst mal von diesem fantastischen Kuchen gegessen hast, wirst du nicht mehr gewöhnlich sein. Nein, du wirst der allergrößte Schlumpfänger sein. Oh, ich back mir zwei, ich koch mir zwei, der Rest ist mit Heu und Holz. Dein Abendessen, mein Liebling. Genieße es. Friss diesen Kuchen und genieße ihn, bevor ich dich in eine nasse Maus verwandle. Ach, du dickes Törtchen, ich hab zu viel Matsch in den Teig getan. Und wenn du immer dran denkst, schön leise zu reden, werden die Tiere des Waldes zu dir kommen. Versuch's, aber vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Ist es so richtig? So ist es perfekt, Schlumpfine. Hoffentlich fange ich auch so einen schönen Schmetterling, Naturi. Das wirst du bestimmt. Du musst nur Geduld haben. Oh, ich werde ganz, ganz viel Geduld haben. Komm, Mietz, Zeit für Happa Happa. Ich habe hier was ganz Feines für dich.
dein Nachtisch, mein Liebling. Friss diesen Kuchen oder du wirst selbst gleich ein Kuchen sein. Eine Kuh? Verflucht nochmal! Zu viel Milch im Teig! Oh, hallo Schlumpfine! Was machst du da? Ich versuche einen Schmetterling zu fangen. Und was machst du hier? Deshalb bin ich auch hier. Du wirst bestimmt etwas finden, Clumsy. Du musst nur Geduld haben. Ich hoffe, dass mein Schmetterling bald kommt. Ich habe schon seit 3 Stunden Geduld. Ich sagte, friss, friss, friss! Wenn du diesen Kuchen nicht frisst, werde ich dich... Oh, zu viele Eier im Teig. Oh, wie lustig. Marienkäfer, bitte flieg nicht weg. Wir haben nämlich heute eine Haustiershow. Warte, bis es dunkel ist. Dann werden wir es Ihnen zeigen. Ich hasse Spinnen! Was für schlumpfige Haustiere. Hoffentlich kommt jetzt bald mein Schmetterling vorbei. Ich werde schon langsam müde. Oh, hallo Raupe. Du kitzelst. Soll ich dir was sagen, Baby? Ich wollte schon aufgeben. Oh, bist du aber niedlich. Ich mag dich. Magst du mich auch? Ich werde dich Fuzzi nennen. Möchtest du mein Haustierchen sein? Diskutieren nützt überhaupt nichts, mein Tierchen. Friss jetzt den Kuchen. Na endlich, mein allerliebster Schatz. Es wird Ihnen nicht möglich sein, dir zu widerstehen. Niemals, niemals! Komm schon, kleiner Felsen, wir sind gleich zu Hause. Ja, das ist richtig, Babyschlumpf. Und dann werden wir... Oh, Mann, Babyschlumpf, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ihr scheint euch aber zu mögen. Ich schätze, du hast dein Haustier gefunden, Babyschlumpf. Worauf warten wir noch? Ich hasse Warten. Wir können mit der Vorführung beginnen, sobald Clumsy da ist. Wenn es erst dunkel ist, mein kleines Haustierchen, werden wir mit einem Feuer alles erhellen, ja. Da kommt Clumsy. Oh. Hallo, tut mir leid, dass ich so spät komme, aber es hat ziemlich lange gedauert, mein Haustier zu finden. Es ist wunderschön. Ja, und wie? Außerdem brauchst du es nicht zu füttern, nicht zu bürsten, nicht zu... Er meint nicht den Felsen Clumsy, sondern das da! Das herzallerliebste Schätzchen. Oh, wie niedlich. Erstaunlich. Muffi, ich gehe in die Bibliothek. Behalt du dieses Schätzchen im Auge. Ich hasse dieses Schätzchen. Und jetzt zu unserem Talentwettbewerb. Ja! Hurra! Clumsy! Hast du meinen Fuzzi gesehen? Ich kann ihn nirgendwo finden. Nein, tut mir leid, Schlumpfine, hab ich nicht. Oh, wenn ich ihn nicht bald finde, kann er nicht am Talentwettbewerb teilnehmen. Hertha, Herz, Herzog, Herz, Herz allerliebst ist es mit Sicherheit. Und jetzt Harmonie und seine Grille Hurrays. Ja, Hurra! Bravo! Beauty, hast du meinen Fuzzi gesehen? Nein, Schlumpfine habe ich leider nicht. Aber wenn ich ihn sehe, lasse ich es dich wissen. Herzallerliebste Schätzchen, siehe Seite 235. Hurra! Ja, bravo! Hurra! Arturi, hast du vielleicht Fuzzi gesehen? Ich gebe es ungern zu, Fabi, aber Babys Haustier sticht sogar mein Glühwürmchen aus. Ja, das Schätzchen wird alle Preise einheimsen. Herzallerliebste Schätzchen sind seit über 1000 Jahren ausgestorben.
Das ist kein allerliebstes Schätzchen, das ist Gargamels Werk. Oh, Papa Schlumpf, ich kann Fuzzi nirgendwo finden. Nicht jetzt, Schlumpfine, Gefahr lauert im Dorf. Na endlich, endlich, sei allerliebst, kleines Schätzchen, allerliebst, Herz, allerliebst, kleines Schätzchen, na mach schon, mach schon. Es wurde einstimmig beschlossen und es ist mir ein Vergnügen, dir, Baby Schlumpf, diesen großen Preis zu übergeben. Oh Mann, das ist alles meine Schuld. Erstaunlich. Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht, Daturi. Zauberei ist unberechenbar. Oh, Fuzzi. Wo kannst du nur sein, wenn du nur wüsstest, wie lieb ich dich habe, wenn du... Oh, Fuzzi, da bist du ja. Oh, Fuzzi, was ist denn los? Oh, Fuzzi. Also, Joki, ich verstehe es einfach nicht. Erst... war das Herz allerliebste Schätzchen ein Herz allerliebstes Schätzchen. Dann wurde es zu einem großen Monster und dann ein klitzekleines Monster. Und Papa Schlumpf sagt, dass das Herz allerliebste Schätzchen Azrael ist. Aber Azrael ist doch eine riesengroße Katze. Ich sag dir, Joki, ich bin vielleicht durcheinander. Yes. Bist du das, mein Schätzchen? Ja? Na, was haben wir denn da? Azrael, sieh dich doch an! Was für eine wertlose Kreatur! Also, was hast du zu deiner Entschuldigung vorzubringen? Der Tafelrunde waren die tapfersten der ganzen Welt. Übrigens habe ich eine Ode auf einen Ritter geschrieben. Oh, du tapferer Ritter, die Nacht war ja so bitter. Was ist? Ich könnte der größte Ritter von allen sein, wäre ich nicht mein Schlumpf. Es ist doch schön, ein Schlumpf zu sein. Oh, natürlich. Aber hast du je einen Ritterschlumpf gesehen? Ich hasse Ritter und Gewitter. Es gäbe keine Maid, die ich nicht eroberte, kein Drache, den ich nicht tötete, keine... Oh, seht nur! Oh, die Brücke über dem Schlumpfluss! Kommt! Ich hasse Feuer! Ich werde es Papa Schlumpf sein. Hallo? Wie? Gieß mehr Wasser auf diesen Baum, Hefti! Klamsi, es brennt links von dir! Ist da links? Ja, links, Klamsi, links! Ach so! Das riecht nicht komisch, Klamsi! War das ein Feuer? Ich bin so müde, ich könnte so... Glaub's gar nicht, wie müde ich bin. Wie konnte nur dieses schreckliche Feuer entstehen, Papa Schlumpf? Ich weiß es nicht, Schlumpfine. Nur gut, dass es nicht bis ans Dorf gekommen ist. Das ist doch Feueralarm! Das Dorf, schnell! Hefti, Hefti, hol den Löschwagen. Der Rest führt in eine Kette zum Brunnen. Oh! Oh je, Danke, Klamsi, dass du meinen Bart so schnell gelöscht hast. Richtig, jederzeit, Papa Schlumpf. Oh, meine Chemikalien! Vorsicht, Papa Schlumpf! Meine Bücher!
Wie in Schlumpfs Namen ist dieses Feuer entstanden? Wer es auch immer war, ich würde ihm gerne ein paar Worte flüstern, ich würde. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Oh! Sieh mal, was ich entdeckt habe! Von wem sind die denn? Das sind die Fußabdrücke eines Drachens. Ein Drache? Und er kann jederzeit zurückkommen. Wir machen sofort eine Lagebesprechung. Diese Bücher sind alles, was ich aus meinem Labor gerettet habe. Und ohne meine Zauberformeln und Mixturen ist unser Dorf hilflos dem Drachen ausgeliefert. Wir müssen uns verteidigen. Was wir wirklich brauchen, ist ein Ritter, der uns beschützt, Papa Schlumpf. Ja, Poeti, aber ich kenne keinen Ritter, der einen Schlumpf beschützen würde. Ist das dein Ernst, Hefti? Ab so schlumpfig! Würde mir mal jemand sagen, worauf wir hier warten? Ich versäume meinen Schönheitsschlaf. Sag dir nicht irgendein Schlumpf? Ich hasse Warten. Hefti hat gesagt, wir sollten hier kommen. Es wäre sehr wichtig. Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hier ist Sir Hefti. Hä? Hefti, sag mal, was hast du denn vor? Ich bin auf dem Weg, den Drachen zu töten. Den Drachen töten? Den Drachen töten? Hefti, hast du deinen Verstand verschlumpft? Du bist noch nicht einmal ein Häppchen für einen bösen alten Drachen. Haha, du meinst, er ist kein Häppchen für mich. Das ist ein Scherz, was, Hefti? Sag uns das, eh? Ein Scherz, oder? Das ist überhaupt kein Scherz. Ich gehe und befreie das Dorf vom Drachen. Aber sei vorsichtig, Hefti. Und komm alles Beine, Gute. Und vergesst nicht, kein einziges Wort zu Papa Schlumpf. Das versprechen wir, Hefti! Wie soll ich denn diesen Drachen finden? Vielleicht hat er längst gehört, dass ich komme und er ist geflüchtet. Na, dann hat er also nicht gehört, dass ich komme. Schau her, Mr. Drache! Hier kommt Hefti! Na schön, Hefti. Nun zeig mal, wie tapfer du wirklich bist. Ah! Au! Ah! Verschlumpft und zugenäht, Hefti. Bist eben doch nur ein kleiner Schlumpf. Ein drei Äpfel hoher, blaugesichtiger Schlumpf. Nie wirst du ein echter Ritter. Wenn ich jetzt ins Dorf zurückkomme, werden mich alle auslachen. Oh, mir ist schlecht. Was soll ich nur tun? Nanu, was ist das? Ein Ritter. Ein echter Ritter. Oh. Ich meinte, der müsste doch einen Schlumpf beschützen. Das muss ich sofort rauskriegen. Die sind immer noch hinter mir her. Ich brauche jetzt ein Versteck. Ach, nicht mal genug, um mir eine Fleischpastete zu kaufen. Was gebe ich jetzt für ein gutes Essen und für ein Gläschen Grog? Entschuldigen Sie bitte, lieber Herr Hefti. Wer ist da? Zeig die Schurke! Hier bitte, Hefti Schlumpf! Ich werd verrückt. Eine redende Maus. Ich bin keine Maus. Ich bin ein Schlumpf. Ein Schlumpf? Also, bist du allein? Logo. Gut. Sagen Sie mal, sind Sie ein echter Ritter? Natürlich. Ich bin der edle Sir Lancelot von des Königs Tafelrunde. Sie sind ein wirklicher Ritter der Tafelrunde? Ja, eben derselbe. Oh, dann sind Sie wahrscheinlich nicht interessiert an einem Job. Was für eine Art Job denn, mein kleiner Freund? Als Beschützer meines Dorfes. Ist euer Dorf sicher verborgen? Oh ja, Sir. Niemand kann unser Dorf finden. Ja, und was ist mit Essen und Trinken? Alles, was Sie wollen. Ja, also ich bin einverstanden, mein Freund. Oh, danke, Sir Lancelot. Dankeschön. Pauli, hat dir nicht Papa Schlumpf gesagt, dass du... Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Schlümpfe?
Dies ist Sir Lancelot, Ritter der Tafelrunde. Oh! Und der wird nun unser Dorf vor dem Drachen beschützen. Drachen, hör mal! Du hast nichts von einem Drachen gesagt. Ach, wissen Sie, es ist nur einer von der ganz gewöhnlichen Feuerspeiersorte. Kein Problem für Sie, Sir Lancelot. Ja! Und Papa Schlumpf, ist er nicht abso-schlumpfig wundervoll? Hallo, Torte. Was machst du da? Entzückende, mundwässernde Kuchen, Schlumpfine. Oh, könntest du auch einen für mich machen? Ich möchte ihn gern Sir Lancelot schenken. Tut mir leid, aber die sind alle für Sir Lancelot. Ich denke, der ist der schlumpfigste. Hallo, Poeti, was machst du denn da? Natürlich dichten, Schlumpfine, dichten. Oh, könntest du mir einen riesigen Gefallen tun und mir ein Gedicht schreiben für Sir Lancelot? Oh nein, ich werde ihm selbst ein Gedicht schreiben. Es heißt Ode an einen Ritter. Na, gefällt's Ihnen, Sir Lancelot? Ich würde sagen, perfekt, mein Kleiner. Handy, mein Name ist Handy. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja. Schlag alle Beulen aus meiner Rüstung. Hey, hey! Sag mal, was machst du da eigentlich? Sir Lancelot will, dass ich ihm die Beulen rausschlage. Aber er will doch, dass ich hier putze. Beulen rausschlagen ist aber viel wichtiger. Hey, Handy, lass das! Mein Kuchen! Mein herrlicher Kuchen! Außerdem, Freunde, ist vielleicht morgen ein besserer Tag für die Drachenjagd. Ich bin müde von meinem Tagewerk. Aber das haben Sie auch schon gestern gesagt, Sir Lancelot. Also ja, es war ein langer Tag heute. Handy! Hefty! Wo sind denn die Schlümpfe? Ich wette, ich weiß schon, wo die sind. Ja, das ist dein Leben. Wann wollen Sie denn nun den Drachen erlegen, Sir Lancelot? Bald, kleiner, bald. Aber erst muss ich mal ausruhen. Die Vernichtung eines Drachens erfordert viel Stärke und Courage. Oh! Irgendwas sagt mir, dieser Ritter ist nicht das, wofür er sich ausgibt. Hier, lieber Herr Ritter! Oh, für mich? Was ist denn da drin? Ist eine Überraschung, Herr Ritter! Sir Lancelot! Nein! Meine schlumpfige Überraschung! Tut mir leid, Jokey. Kein Schlumpf ist perfekt. Genug, genug! Ich wünsche jetzt zu schlafen. Ich habe dieses geheime Treffen anberaumt, weil uns der Drache jederzeit angreifen könnte. Und ich bin hier, um euch etwas über Sir Lancelot zu sagen. Ich glaube, er ist gar kein Ritter, sondern ein gewöhnlicher Dieb und ein Feigling. Er hat überhaupt nicht die Absicht, jemals mit dem Drachen zu kämpfen. Alles los! Nein! Oh, man fasst es nicht. Aber Papa Schlumpf! Warte mal, Hefty. Hört mich an. Ich habe einen Plan, der die Wahrheit über Sir Lancelot an den Tag bringen wird. Wir bauen einen falschen Drachen, der das Dorf angreift. Und was unser sogenannter Ritter dann tut, wird uns ja zeigen, was er ist. Wir fangen sofort morgen früh an, den Plan zu verwirklichen. Ein Plan? Sehr gut. Verdammt gut. Ich werde die Sache auf mich zukommen lassen. Hey, Hefty, wie fändest du es, bei mir in die Ritterlehre zu gehen? Ritterlehre meinst du? Ja. Ja, das bedeutet, du musst tugendhaft und ehrbewusst sein und immer die Wahrheit sprechen. Hm? Immer nur die Wahrheit? Andernfalls wirst du niemals ein Ritter werden. Oh. Fertig, Klamsi. Jetzt zieh an dem rechten Hebel. In Ordnung, Handy. Aber nein, Klamsi, den rechten Hebel rechts. Ja, mach ich, Handy. Der Drache sieht ja schlumpfig echt aus, Handy. Ich bin dabei, ihn auszuprobieren, Papa Schlumpf. Kopf bewegen, Klamsi.
Fauli, lass ihn brüllen! Also, du siehst, Papa Schlumpf, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch zu ändern, aber heute Nachmittag wird er fix und fertig sein. Sehr gut, Handy. So, wenn sich dieser Drache jemals wieder zeigt, sind wir gerüstet, mit oder ohne Sir Lancelot. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Schlumpfine. Papa Schlumpf sagt, wir sollen den falschen Drachen geheim halten. Aber nun, wo ich in einer Ritterlehre bin, fühle ich mich... Musst du es denn Sir Lancelot sagen? Ja. Hefti, du hast zu tun, was Papa Schlumpf sagt. Papa weiß das Richtige. Naja, ich denke, du hast recht. Oh. Du machst Fortschritte, Hefti. Du bist dabei, ein Ritter zu werden. Du bist tapfer, ehrenhaft und sagst immer die reine Wahrheit. Nein, hab ich nicht, Sir Lancelot. Ach nein. Es ist ein Geheimnis. Ich darf nichts über den falschen Drachen sagen. Einen falschen Drachen? Aha. So, Sie wollen mich damit ein wenig prüfen, hm? Sei unbesorgt, Hefti. Ich bestehe das mit Bravour und fliegenden Fahnen. Na ja, also, dann beeil dich, Hefti. Ich werde den Drachen erledigen. Hier, Sir Lancelot! Danke. Ich bin bereit. Man bringe mir diesen verdammten Drachen. Ha. Sie werden ihn aber doch nicht verletzen, Sir Lancelot. Ihn verletzen? Natürlich nicht. Ich werde ihm nur ein bisschen Angst machen und denen eine Lehre erteilen. Sie sind soweit. Schlaubi, jetzt bist du dran. Keine Sorge, Papa Schlumpf. Ich lasse euch nicht im Stich. Du kannst immer auf mich zählen, Papa Schlumpf, wie ich immer zu sagen pflege. Da, Schlaubi. Jawohl, Papa Schlumpf. Schlumpfine, sag den anderen, sie sollen sich bereithalten und auf die Alarmglocke hören. Ja, Papa Schlumpf. Ich hoffe nur, ich behalte recht. Sir Lancelot! Sir Lancelot! Der was? Was? Der Drache, Sie müssen uns retten, Sir Lancelot. Oh, wie schrecklich ist das. Aber natürlich werde ich das. Sie werden? Ich meine, oh, Sie werden? Hefti, mein Schwert. Dachtet ihr, meine kleinen Freunde, während ich den hinterhältigen Drachen besiege? Hey, vielleicht ist er doch ein Ritter von der Tafelsrunde. Nicht vielleicht, er ist es. Ein bisschen nach rechts, Clumsy. In Ordnung, Handy. Ja, ein bisschen, du Depp, nach rechts. Oh ja, oh rechts. Mann. Fauli, fertig machen zum Brüllen. Ja, Fauli. Feueratem fertig, Totti. Kein Problem, pass auf. Toll gebrüllt, Fauli! Warum stoppen wir denn? Wir sind in einen dicken, schuppigen Baum gedonnert. Schuppiger Baum? Oder sagen wir besser in einen schuppigen Drachen? Oh, weia. Lass uns schnell wegschlumpfen! Da kommen Sie! Fertig machen! Ach, ich sehe wieder blendend aus. Also dann, meine kleinen Schlümpfe, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst es echt aussehen. Ich hasse Drachen! Oh nein! Nein, der Drache kommt! Verschone mich, du großes, schuppiges Biest! Nun übertreib mal nicht so, Beauty. Komm her, du widerliches Ungeheuer. Du kämpfst deinen letzten Kampf. Hör ich nicht richtig? Unmöglich. So kann ich mich nicht irren. Au! Pass doch auf, Handy, wo ihr hinspuckt. Handy, bist du das? Papa Schlumpf, das ist der echte Drache. Ich muss meine Schlümpfe warnen. Oh, meine kleinen Schlümpfe, der Drache ist echt. Echt?
überlegen. Lauft! Nein! Heftig! Der Drache da ist echt! Papa Schlumpf hat's gesagt! Oh nein! Sir Lancelot denkt, es ist ein Falscher! Komm und begegne deinem Meister, fürchterliches Biest! Sir Lancelot, der Drache ist nicht falsch, der ist echt! Echt? Du meinst... Oh, echt? Oh, verdammt! Lass mich hier weg! Der ist gar kein Ritter! Er ist nichts als ein Feigling! Heftig, pass auf! Keine Angst, Schlumpfine, ich werde dich beschützen! Sei nur vorsichtig, Heftig! Achtung, fertig, Feuer, los! Ja, das ist eine Überraschung. Ich muss ihn aus dem Dorf rauslocken, oder er wird alles zerstören. Schlumpf dich, wenn du kannst, Drache! Blöder! Schlumpfine! Sag Papa Schlumpf, er soll den Damm öffnen, wenn ich die Brücke erreicht habe! Mach ich heftig! Hier ist mein Ding zu Ende, alter Freund. Jetzt kannst du dich mal abkühlen. Tapferer Schlumpf. Heftig! Was ist passiert? Ach, ich ernenne euch feierlich, Sir Heftig, zum Ritter der Schlumpftafel. Drei Hochs für Heftig! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Ein perfekter Schlumpfhänger und nun wird er ausprobiert. Fußabdruckanzeiger funktioniert. Vielleicht ein bisschen zu stark, aber dies hier gleicht es aus. Schließlich gibt es nichts Schlimmeres als Schlümpfe, die übermütig werden. Was ist das da auf deinem Stamm? Was? Wo? Ah! Oh, das? Hey, du bist ein netter kleiner Kumpel. Er mag mich. Es hat offensichtlich nicht die Spur von Charakter. Hey, was hast denn da erwischt, Clumsy? Oh, das? Ich weiß auch nicht. Och, ist das niedlich. Papa Schlumpf sollst du erst mal ansehen. Papa Schlumpf sagt auch immer...
Sieh mal, was ich gefunden habe, Papa Schlumpf. Darf ich's behalten? Ein Fussel. Nein, Flamsi, auf keinen Fall. Bring's dahin, wo du's gefunden hast. Siehst du, ich sag dir, Papa Schlumpf muss ihn zuerst sehen. Aber nein, du weißt es ja immer besser. Och, aber Papa Schlumpf ist doch so klein. Kleine Fussels bringen großes Unglück. Bring ihn sofort zurück. Ja, Papa Schlumpf. Also, Schlümpfe, ladet die Stämme auf. Wir fahren nach Hause. Och, entschuldige, kleiner Fussel. Wir müssen uns leider trennen. Du musst jetzt dein Schnäuzchen halten oder die Sache ist geplatzt. Schlumpfspuren, es dauert nicht mehr lange, Asael, es dauert nicht mehr lange. Wohin könnten die kleinen Biester wohl gegangen sein? Komm sofort da runter, du kleine blaue Baumkröte! Furchtbar, furchtbar. Asrael, sieh doch! Es funktioniert! Immer geradeaus zum Damm. Wir müssen sofort mit den Reparaturen beginnen. So, kleiner Fussel, ich wette, du bist hungrig. Ich gehe wieder an die Arbeit. Wiedersehen. Entschuldige, Klamsi, aber es ist Mittagszeit und Mittagszeit eignet sich nicht für Probleme, sondern nur fürs Essen. Du siehst, die wissen das auch. Also? Nein, hinaus! Ah, wo kommen diese Fussels her? Oh, weia, die fressen mein Haus. Papa Schlumpf hatte recht. Fussels bringen großes Unglück. Und er wird sehr verschlumpft sein, wenn er rauskriegt, dass du ihm nicht gehorcht hast, Klamsi. Ja, ja, das wird er. Was soll ich denn nur tun? Weiß ich auch nicht, aber tu's schnell. Schau, schau nur. Je. Papa Schlumpfs Labor. Oh, Tagchen, Papa Schlumpf. Was, nicht in Ordnung, Klamsi? In Ordnung? Nein, ja, ich, vielleicht noch ein bisschen Suppe, Papa Schlumpf. Oder vielleicht ein paar Kekse. Besser nicht. Das Beste ist ein kleiner Spaziergang nach dem Essen, Papa. Aber ich habe doch noch gar nicht gegessen. Was geht hier eigentlich vor? Ah! Fussels! Klamsi, ich habe dich gewarnt. Fussels bringen Unglück. Ach, ich weiß, Papa Schlumpf, und es tut mir ja auch so leid. Die fressen mir das Labor leer. Sammle auch den letzten Fussel noch ein und bring sie alle zurück in den Wald. Jetzt! Ja, Papa Schlumpf. Wir kommen ihnen näher, Asrael. Ich fühle es, ich fühle es. Da, was habe ich dir gesagt? Hier waren Schlümpfe, der Duft ist noch ganz frisch. Asrael, es kann auf keinen Fall mehr lange dauern. Gleich haben wir sie. Kusch, kusch!
Kusch, kusch! Jetzt schau, Fussi, lauf, hau ab! Oh, oh nein! Schlumpfine, die beste Art, sie loszuwerden, ist, sie zu erschrecken. Pass auf, hier, Fussels, ein Geschenk für euch. Eine kleine Überraschung. Das war der letzte Schlaubi. Das war aber auch höchste Zeit. Lass sie uns wegschlumpfen, wie Papa Schlumpf gesagt hat. Ach, endlich habe ich meine Ruhe. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, schnell! Die Fussels fressen unseren Damm! Was? Oh, meine Ruhe! Schneller! Ich hasse Fussel! Platz für Papa Schlumpf! Kreuz die Finger! Schlümpfe! Fangt alle Fussels ein, bevor sie aufwachen. Alle diese kleinen Fussel dürfen schlafen, aber ich... Oh nein, Papa Schlumpf, sie wachen auf! Komm, 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 das war der Rest meines Schlafmittels und es ist keine Zeit, ein neues herzuschlumpfen. Fantastisch, ein echter Schlumpfpfad. Diese missratenen Schlümpfe werden früher oder später hier vorbeikommen. Und wenn sie das tun, sind wir bereit. Es ist zwecklos, Schlümpfe. Wir haben getan, was wir konnten. Das ist der Untergang. Das Ende des wunderbaren Schlumpfteiches. Und an allem bin ich schuld. Nein, Harmonie, das ist ja grässlich. Hör auf. Nein, Harmonie, blas weiter, lauter. Na sowas, zieht mal. Lauter, Harmonie, sie lieben deine Musik. Tatsächlich? Ja, diese reizenden Fussel haben ja Geschmack. Aber was soll ich mit ihnen machen? Zurückbringen in die Wälder, wo sie hingehören. Die Schlümpfe mit ihrer ganzen widerlichen Fröhlichkeit. Aber bald machen wir diesem Treiben ein Ende. Wir haben die Schlümpfe, wir haben sie, Azrael. Ha! Dem Gewicht nach zu urteilen, haben wir sie auch alle. Ja. Ach du meine Güte, Papa Schlumpf, was wird er mit diesen armen kleinen Fussels machen? Ich weiß es nicht, Klamsi, aber wir werden's erfahren. Zu guter Letzt gehören uns die Schlümpfe nun doch noch alle. Da. Weg sofort, weg zurück in die Kiste, ich hasse euch! Dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Ich kriege diese verkommenen Schlümpfe. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Na, mal sehen. Zwei Schlumpflöffel Gänseblümchenpollen? Und eine kleine Prise getrockneter Farn. Was ist los, Schlaubi? Also ich fragte mich, ob Schnuffi schon mit den Trüffeln zurückgekommen ist. Nein, Schlaubi, Schnuffi ist noch nicht mit den Trüffeln zurückgekommen. Aber wenn er kommt, bin ich sicher, bist du der Erste, der es erfahren wird.
Torti. Was ist los? Hast du keinen Hunger? Deine Kuchen sehen sehr schlumpfig aus. Wie soll ich Schlumpfbärkuchen essen, wenn ich nur an Trüffelkekse denken muss? Trüffelkuchen, Trüffelpudding. Ich verstehe, was du meinst. Trüffel schmecken wirklich fantastisch. Du schlumpfst wohl. Trüffel sind die absolut schlumpfigst schmeckende Sache auf der ganzen Welt. Ich hasse Trüffel. Ich liebe Trüffel von Poeti Schlumpf. Trüffel sind ein schlumpfig Ding, selbst dem König nicht zu gering. Köstlich auf Fleisch, auf Eis noch mehr. Ich liebe Trüffel, Gott weiß wie sehr. Trüffel lassen jedes Mal gelingen. Ihr Geschmack bringt auch den grimmigsten zum Singen. Deliziös auf Beeren, auch zum Käse dazu. Ich liebe Trüffel, wieso nicht auch du? Trüffel sind ein schlumpfig Ding, selbst dem König nicht zu gering. Köstlicher Fleisch auf Eis noch mehr. Ich liebe Trüffel, Gott weiß wie sehr. Trüffel lassen jedes Mal gelingen, ihr Geschmack bringt auch den grimmigsten zum Singen. Deliziös auf Beeren, auch zum Käse dazu. Ich liebe Trüffel, wieso nicht du? Ich hasse immer noch Trüffel. Ich hasse Gewalt, ja? Oh nein, eine neue Falte! Hilfe, Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Kommt Schnuffi bald wieder zurück mit den Trüffeln? Ah, ja, Beauty, ich bin sicher, er wird bald zurückkommen. Oh, Schlumpf sei Dank. Ich brauche nämlich welche für meine Trüffelmoor-Schönheitspackung. Trüffelmoor? Was rieche ich denn da? Ah, gleich bin ich wieder zu Hause. La 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 la. Hatte da. Hey, seht doch, da ist ja ein Loch im Sack. Oh nein, der ist ja völlig leer. Oh nein! Das heißt, du hast uns keine Trüffel mitgebracht? Na ja, immerhin habe ich es geschafft, einen zu retten. Halt! Was ist hier eigentlich los? Papa Schlumpf, Schnuffi hat nur einen Trüffel mitgeschlumpft. Dann müsst ihr ihn teilen. Ich war gerade im Begriff, allen vorzuschlagen, dass du, Papa Schlumpf, nach all dem Teilen und Teilen, wie ich immer sage... Hör jetzt auf, Schlaubi! Es gibt nur eine Möglichkeit, das heißt den Trüffel schlumpfen, und zwar in gleich große Stücke. Oh ja! Eins für dich und eins für dich, eins für dich, eins für dich und eins für dich. Ich hab schon was vom Teilen gehört, aber das hier ist lächerlich! Ein Stück ist wie das andere, Hefti. Der nächste. Oh, vielen Dank, Papa Schlumpf. Oh, das ist nicht fair, Papa Schlumpf. Hefti Stück ist viel schlumpfiger als meins. Machst du Witze? Mein Stück ist so klein, dass man es kaum schlumpfen kann. Das ist ungerecht. Meins ist viel kleiner. Ruhe! Also, meine kleinen Schlümpfe, es scheint so, als seid ihr alle von Schnuffi abhängig, weil er euch die Trüffel bringt. Dann müsst ihr auch mit dem zufrieden sein, was er euch bringt.
Es ist ungerecht. Aber Schnuffi ist der Einzige, der uns Trüffel schlumpfen kann, Papa Schlumpf. Also sind wir leider von ihm abhängig. Ja, ganz richtig. Also wisst ihr, vielleicht solltet ihr Schnuffi fragen, ob er euch beibringt, eure eigenen Trüffel zu finden. Eine brillante Idee, Papa Schlumpf. Dann wirst du es uns also beibringen. Oh, danke, Schnuffi. Oh, also ich wollte nicht, ich kann... sind welche Trüffel! Oh! Oh, nicht so heftig. Nehmt es doch leichter. Es ist genug für jeden Schlumpf. Hier ist einer. Ich habe auch einen. Oh, danke, Schnuffi. Hier sind jede Menge Trüffel. Schnuffi? Schnuffi, was ist denn passiert? Ach, du liebe Zeit. Der sieht aber nicht sehr schlumpfig aus. Oh je, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist das? Oh, das sind höchstwahrscheinlich nur Schweine. Papa Schlumpf hat gesagt, dass die Menschen die Schweine zum Trüffelsuchen benutzen. Menschen? Aber natürlich. Die Schweine mögen Trüffel und schlumpfen sie auch. Und dann schlumpfen die Menschen sie den Schweinen weg und... Hey, wartet auf mich! Ja, Trüffeldiebe, hinterher! Ich glaube, hier sind wir in Sicherheit. Oh, armer Schnuffi, er hat aber ordentlich was abgekriegt. Oh Mann, Schlumpfine, ich glaube, wir tragen ihn besser nach Hause, damit Papa Schlumpf ihm Medizin gibt. Aber welcher Weg führt nach Hause? Dieser Weg! Oh. Mal sehen. Wir schlumpften von da drüben, aber dann hörten wir die Schweine und schlumpften hier herüber. Auf den Weg können wir garantiert nicht zurückgehen. Vielleicht begegnen uns Menschen. Schnuffi, wach auf, wir brauchen dich. Nur du kannst uns den Weg nach Hause zeigen. Hallo. Oh, Schnuffi, was für ein Glück. Du bist endlich wieder schlumpfig. Sag mal, wo bin ich? Wir hofften, du könntest uns sagen, wo wir sind, Schnuffi. Schnuffi, wer ist Schnuffi? Und wer seid ihr? Wer wir sind? Ach, du lieber Schlumpf, er hat sein Gedächtnis verloren. Jetzt werden wir nie mehr nach Hause kommen. Kümmert euch nicht um ihn, er ist außer Schlumpf. Ich werde euch den Weg nach Hause schlumpfen. Folgt mir einfach. Papa Schlumpf sagt immer, Schlaubi, du bist der klügste Schlumpf. In einem Notfall musst du die Verantwortung übernehmen, weil... Wartet auf mich! Wartet mal! Oh nein! Was hast du denn, Schlumpfine? Schlumpfi ist weg! Weg? Wir müssen ihn wiederfinden! Ja, er ist ohne Gedächtnis. Sehen wir danach. Ich gucke hier. Nee. Oh. Ja, wir werden euch Diebe lehren, unsere Trüffel zu stehlen. Bringt sie zum König. Ja. Das ist ja furchtbar. Ich kann mich nicht an meinen eigenen Namen erinnern. Wie nannten sie mich? Schnäpfe, Schnaffi, Schnurpse. Ja, Gefangene für den König. Ja, wer sind die denn? Warum habt ihr sie mir hergebracht? Es sind Diebe, mein König, Trüffeldiebe. Ja, stehlen meine Trüffel, dann bekommen sie ihre Strafe. Oh, aber wir wussten nicht, dass es ihre sind, Eure Majestät. Faule Ausreden. Alle Trüffel, die es gibt, gehören mir. Ja. Aber das ist doch völliger Schlumpfsinn. Sie können doch nicht alle Trüffel der Welt essen, oder? Alhunja-Trüffel essen? Ja. Wir essen niemals Trüffel. Ihr Geschmack ist ekelhaft. Bringt sie auf die Insel im See der Verdammnis. Ja, ja. Oh. Wieso
hast du denn das gemacht? Das Ding mag Trüffel. Sie machen es glücklich. Ding? Was für ein Ding? Das Ding ohne Namen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie uns hier lassen? Oh Mann, die haben sogar ganz schön eilig, hier wieder wegzukommen. Ja, ich wüsste gern, wieso. Also, wo habe ich nur diese kleinen blödsinnigen Blaumänner gesehen? Waren es Schwümpfe oder Schwampfe? Schwampfe, das war Schwampfe. Ja, jetzt weiß ich. Also, wo war ich stehen geblieben? Zwei Schlumpflöffel Gänseblümchenpollen und eine kleine Prise getrockneter Farn. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Nicht schon wieder! Was ist denn los, Hefti? Entschuldige, Papa Schlumpf, aber wir fragten uns... Wann Schnuffi mit den Trüffeln zurückkommt, richtig? Ja, woher weißt du das? War nur so eine Vermutung. Aber du hast recht, dass du dir Gedanken machst, Hefti. Schnuffi und die anderen hätten schon vor Tagen zurück sein sollen. Ich suche die anderen. Schlumpf nochmal. Sie waren hier, aber nicht allein. Was sind denn das für andere Spuren, Papa Schlumpf? Trüffeltrolle, befürchte ich. Ich hätte nie gedacht, dass Schnuffi so weit südlich gehen würde. Dann hätte ich ihn doch gewarnt. Sind sie für uns denn sehr gefährlich, Papa Schlumpf? Ja, Jokey, ich fürchte ja. Sammelt ein paar Trüffel. Wir brauchen sie vielleicht bei der Verhandlung mit den Trüffeltrollen. Beeilung! Hallo! Hallo, Schwampfe! Oder waren es Schwimpfe? Schwampfe? Schwampfe? Nein, Schlunze? Hey, Schnuffi, du bist einer von uns, erinnerst du dich nicht? Ich fürchte, Schnuffi hat einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen. Er leidet unter Amnesie. Amnesie! Hunger. Du hast Hunger? Was soll ich da sagen? Also, ich habe noch eine Kleinigkeit zu essen. Was war das? Meint ihr vielleicht das Ding ohne Namen? Ah! Pass auf! Da schlumpfte schon wieder das Ding ohne Namen! Hat irgendein Schlumpf noch mehr Trüffel? Sicher nicht. Ich hab keine. Bis auf einen oder zwei. Hilfe! Lass mich runter! Schlumpfschlau, wie kommt es, dass du so viele Trüffel gesammelt hast, ohne sie mit uns zu teilen, ha? Ich habe sie für einen schlumpfigen Tag aufgehoben. Glücklicherweise, hä? Das ist sicher der Eingang zur Trüffeltrollhöhle. Wie kommen wir da rein, Papa Schlumpf? Ich weiß, wie Sie das schlumpfen können, Papa Schlumpf. Hey, du hässliches Monster. Ja, was tust du denn hier? Hier, eine Überraschung. Überraschung? Werf doch mal einen Blick auf all die Trüffel. Ich sag's ja, ich hab was von Trüffeln gehört, oder nicht? Psst. Wir folgen ihnen. Vielleicht bringen sie uns zu den anderen. Na, was ist? Lass die Trüffel hier. Wenn ihm das nicht genug ist, soll er die Schlümpfe auf der Insel verspeisen. Ja, ja. Großer Schlumpf, seht nur! Ja.
Unsere Schlümpfe müssen auf der Insel sein. Wir müssen sie holen, bevor es das Ding da tut. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir das anfangen. Das müsste nah genug sein, Jokey. Wirf einen Trüffel. Jokey? Oh, wirklich gut, wirklich gut. Wirf noch einen Jokey und dann mach so weiter. Ich hoffe nur, dass Papa Schlumpf die Trüffel nicht ausgeben. Die Hoffnung hat noch niemand. Ich glaube, ich rieche noch mehr von diesen Trüffeln. Oder waren es Büffel? Schnell, das Ding kann jeden Moment zurückkommen. Oh, ja. Oh, wir sind gerettet. Schnell. Schlumpf, Schlumpf, hurra für Handy und Hefte. Das ist unsere letzte Chance, Papa Schlumpf. Wollen wir nur hoffen, dass das Ding genug hat, Jokey. Wir müssen jetzt zum Bootssteg zurückschlumpfen. Komm mit, Schnuffi. Schnuffi! Schnuffi! Wo ist er denn nun schon wieder hingelaufen? Diese Püffel sind wirklich gut. Ich verstehe gar nicht, warum sie keiner isst. Schlumpf sei Dank, ihr habt's geschafft. Papa Schlumpf, es ist so wundervoll, dich zu sehen. Lasst uns schnell verschwinden, komm schnell! Beeilung! Noch nicht, meine kleinen Schlümpfe. Zuerst müssen wir Schnuffi finden. Schnuffi, hey Schnuffi! Schnuffi, wo bist du? Leise, leise, die Trolle könnten uns hören. Die Gefangenen sind geflohen! Papa Schlumpf, schnell weg, die Trüffeltrolle kommen! Aber wo ist nur Schnuffi? Hallo! Möchte jemand einen Piffel? Schnell, alle Schlümpfe ins Boot, das ist unsere einzige Chance. Schlag! Schlag! Da fahren sie, Njak! Hinterher! Njak! Njak! Und los! Und los! Njak! 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 Und los! Und los! Und los! Los! Papa Schlumpf, das Ding ohne Namen! Schlag! Schnuffi, schnell, wirf einen Trüffel, Piffel. Piffel, ja, ja, es mag vielleicht diese Piffel, dieses Ding. Hier hast du sie, Herr Dingens. Ich hoffe, dass sie dir gut schmecken. Ich glaube, er mag diese Piffel. Ja, aber diese Trüffeltrolle auch, rudert kräftig weiter. Schlag, Schlag, Schlag. Und los, und los, und los. Und los, und los, und los! Oh, oh, das Ding kommt auf uns zu, holt die Trüffel! Die Trüffel sind alle weg, mein König! Weg! Diebel, Schlumpf, Diebel! Sie haben unsere Trüffel gestohlen! Schnuffi muss ihnen die Trüffel aus dem Boot genommen haben und jetzt können sie das Ding nicht mehr füttern. Ach. Schnuffi? Also daher hat er sie gehabt. Schnuffi, wir werden dein Gedächtnis auffrischen, wenn wir nach Hause kommen. Aber erst müssen wir versuchen, hier rauszuschlumpfen. Schlumpft nochmal, das war vielleicht eine Fahrt. Also, wo war ich stehen geblieben? Zwei Schlumpflöffel Gänseblümchenpollen und eine kleine Prise getrockneter Farn. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Hallo, Schnuffi, hast du dein Gedächtnis wiederbekommen? Was für ein Gedächtnis? Mach dir keine Sorgen, Schnuffi. Papa Schlumpf arbeitet schon an einem... Getränk. Hey, Clumsy! Bring die Bretter hier rüber! Okay, Hefty. Tut mir leid, Schnuffi, ich muss gehen. Schnuffi? Das bin ich, das bin ich. Hey, ich bin ich, ich bin Schnuffi Schlumpf. Also anhand deines Planes, Handy? Hallo, meine Freunde, wollen wir jetzt gehen?
gehen, aber wohin, Schnuffi? Na, um unsere Trüffel zu suchen. Wir alle lieben doch Trüffel. Trüffel sind so schlumpfig, Trüffel sind so gut. Trüffel sind so gesund für unsere kleinen blauen Körper. Trüffel sind so... Oh, ich möchte nur wissen, was Sie gegen Trüffel haben. Gute Nacht, Fauli. Ach, gute Nacht, Hefti. Gute Nacht, Clumsy. Gute Nacht, Fauli. Gute Nacht, Muffi. Ich hasse Guten Nacht sagen. Gute Nacht, Schlumpfine. Gute Nacht, Muffi. Gute Nacht, Schlaubi. Gute Nacht, Schlumpfine. Und denk dran, Morgenstund hat Schlumpf im Mund. Oh, gute Nacht. Oh, gute Nacht. Endlich! Alle Schlümpfe schlafen! Und ich kann jetzt in aller Ruhe mit meinem Geheimprojekt anschlumpfen. Ich werde unser Dorf schmücken und es zum glücklichsten Ort auf der ganzen Welt machen. Was ist los? Alle Schlümpfe schnell aufwachen! Was soll das Ganze bedeuten, Schlumpfine? Ich habe euch etwas zu zeigen! Na, Schlumpfine, ich kann nur hoffen, dass es was Gutes ist. Es ist noch besser als gut. Es ist super schlumpfastisch, seht ihr? Ich hatte mich entschlossen, unser Dorf auszuschmücken und es zum glücklichsten Ort auf der ganzen Welt zu machen. Oh! Aha. Oh, la la, magnifique! Und sie duften fantastisch. Gefällt es dir auch, Papa Schlumpf? Ja, Schlumpfine, natürlich gefällt es. Was ist das für ein Geräusch? Bienen! Dutzende von Bienen. Hunderte, oh, würde ich sagen. Lass uns bloß von hier verschwinden. Nicht sie weg, die schnell ins Haus. Pass auf! Los, schnell ins Haus. Haut ab, ihr Bienen. Ihr macht alles kaputt. Oh, Papa Schlumpf, Sie sollen aufhören. Nein, nein, Schlumpfine. Sie tun nur das, was Bienen von Natur aus tun. Aber wir müssen Holz hacken. Und hübsche Bilder malen. Und leckere Kuchen backen. Ja, richtig. Wir haben zu tun. Ich habe mir gewünscht, dass dies der glücklichste Tag wird. Und was ist passiert? Alle Schlümpfe sind unglücklich. Ich versuche nie mehr etwas Neues. Was ich auch anfange, es ist falsch. Du hast vollkommen recht, Schlumpfine. Ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es ist besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, wer ein... Unsinn, Schlaubi. Nur weil Schlumpfines Plan anders verlaufen ist, als sie dachte, ist das kein Grund, Neues zu unterlassen. Ich erinnere mich, dass Traumi-Schlumpf eine ähnliche Situation passiert ist. Wenn ihr mal zurückdenkt, hatte Traumi sich zu einem Abenteuer aufgemacht, das nicht nach seinem Plan verlief. Ja, das weiß ich noch wie heute. Ja, genau. Eine wundervolle Geschichte. Erzähl sie noch mal, Papa Schlumpf. Ja, welche Geschichte, Papa Schlumpf? Also, es fing alles an vor langer, langer Zeit, noch lange bevor... Hey, die Wolke sieht aus wie der alte Eichenbaum. Und die da sieht aus wie ein großes Stück Torte. Da ist eine, die erinnert mich an einen wunderschönen Schlumpf. Den Namen wollen wir lieber verschweigen. Und die da sieht aus wie ein Segelschiff. Ach, ich wünschte, ich wäre der Kapitän. Ahoi, ihr Schlumpfratten! Land voraus! Ein Hoch auf Kapitän Traumi! Ein Hoch auf Kapitän Traumi! Ein Hoch auf Kapitän Traumi! Das ist es! Steht auf, ihr Schlümpfe! Wie könnt ihr nur so herumliegen, wenn ihr über das blaue Meer segeln könnt? Nur sachte. Aber wir könnten Helden sein. Verwegen hinschlumpfen, wo bisher noch kein Schlumpf gewesen ist. Wofür? Alles, was ich brauche, habe ich hier bei mir. Ich auch. Wer will sich schon all die Mühsal aufhalten? Entspann dich. Ja, entspann dich. Ich auch. Aber Beauty, ein Spritzer Salzwasser würde Farbe auf deine Wangen bringen. Tatsächlich? Und Torti, du könntest exotische Früchte kennenlernen. Ach, wirklich? Fauli, die Wellen würden dich jede Nacht in den Schlaf wiegen. Ja? Worauf warten wir denn noch? Ja! Also los! Alle Schlümpfe an Bord! Also los! Thank you.
Segeln, segeln über das weite Meer. Herzlichen Glückwunsch, Traumi. Das ist das schlumpfigste Segelschiff, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Danke, Papa Schlumpftorti. Dieses Maria für das Zeremoniell, bitte. Hey, die ist ja leer. Ups, Entschuldigung. Das ganze Gerede über Salzwasser macht mich so durstig. Das macht gar nichts. Hey, ich taufe dich hiermit auf den Namen Seeschlumpf. Hey. Ein Hoch auf Kapitän Traumi! Ein Hoch auf Kapitän Traumi! Habt eine schlumpfige Zeit, meine kleinen Schlümpfe. Aber bei Sonnenuntergang seid ihr wieder zurück. Diese schlumpfigen Einfallspinsel würden mich nie auf ihren Kahn kriegen. Ich bewundere Ihren Mut und Ihre Abenteuerlust. Ah, genau das, was ich gerade gedacht habe, Papa Schlumpf. Genau das, was ich gerade gedacht habe. Wenn ich doch nur mitfahren könnte. Aber leider halten mich meine vielen Pflichten an Land gebunden. Es gibt diejenigen, die auf Forschungsreisen gehen und diejenigen, die ihren Verstand benutzen. Und diejenigen, die... Ablegen! Hallo, willkommen an Bord, Schlaubi. Ich freue mich, dass du deine Meinung geändert hast. Jetzt wirst auch du in die große Schlumpfgeschichte eingehen. Sag nichts von eingehen, sag nichts von eingehen. Joho, ein Schlumpf ist her, segelt übers blaue Meer. Joho, ein Schlumpf ist her, redlich blau und voll Ehr. Hurra! Die offene See. Es ist noch schlumpfiger, als ich gedacht hatte. Ha, ich hab noch kein Auge zugekriegt, seit wir hier sind. Und ich habe noch kein einziges Stück Torte gegessen. Die einzige Farbe, die ich auf dieser Reise bekommen habe, ist grün. Nur Mut, meine fröhliche Mannschaft. Bei jedem Abenteuer geht es rauf und runter. Ich hasse runter. Land in Sicht! Land in Sicht! Die wunderschönste Insel liegt direkt vor uns. Ein dreifaches Hoch auf Kapitän Traumi. Hurra! 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 Ein bisschen kleiner, als ich dachte. Aber die Geschichte wartet auf keinen Schlumpf. Ein kleiner Schritt für den Schlumpf, aber ein riesiger Sprung für die Schlumpfheit. Oh! Oh! Solider Felsen. Oh, Schreck, er ist lebendig. Das ist vielleicht eine Insel, Traumi. Hier! Ist ja wirklich eine tolle Insel. Auch ein Schlumpf kann sich mal irren. Und unser Irrtum bestand darin, auf dich zu hören. Ja, ganz richtig. Du hast es geschlumpft. Achi! Ich sage, wir fahren nach Hause. Nein, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wollt ihr denn keine Helden sein? Nein! Wollt ihr denn nicht verwegen hinschlumpfen, wo noch kein Schlumpf? Nein! Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Wir sind dem Untergang geweiht. Wir sind verloren, verloren, verloren. Oh nein! Jetzt sind wir wirklich dem Untergang geweiht. Betrachtet es doch mal von der Seite. Was könnte denn sonst noch schief gehen? Wer schlumpfig fragt, kriegt eine schlumpfige Antwort. Das hast du nun davon. Aha. Was ist das? Da vor uns. Es sieht aus wie Land. Oh, Land! Papa Schlumpf sagt immer, jeden alten Hafen bei Sturm anlaufen. Beeilung! Ho, 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 ho. Da seht ihr, die Dinge stehen gar nicht so schlecht, wie ihr gedacht habt. Oh nein! Die Dinge stehen schlimmer, als wir dachten. Tja, Traumi, wenigstens hast du ein Versprechen wirklich gehalten. Mit Sicherheit sind wir dorthin geschlumpft, wo bisher noch kein Schlumpf hingeschlumpft ist. Los jetzt, lass uns schleunigst von hier verschwinden! Unsere einzige Chance! Dann nicht wie los! Rudert, Schlümpfe, rudert! Ho, 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 nein! Oh, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das Maul des Wales etwas länger geöffnet zu halten. Es gibt eine Möglichkeit, aber um das zu tun, müssen wir das Schiff auseinandernehmen. Okay, jetzt halten wir die los geht's! Nein! Tut mir leid, Traumi, aber nur so können wir entkommen. Gut, und worauf schlumpfen wir denn noch? Thank you.
finden wir Traumi. Hoffentlich funktioniert's. In Ordnung, Leute. Schlumpft mit all eurer Kraft. Und hoch! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Und hoch! Jetzt, Leute! Volle Kraft voraus! Nur Mut, meine fröhliche Mannschaft. Jetzt wird es ganz bestimmt nicht mehr lange dauern. Du meinst, bis wir nach Hause kommen? Er meint, bis wir endlich schlafen können. Nein, er meint, bis es Essen gibt. Stimmt's, Traumi? Ich meine, bis wir ein exotisches neues Land entdeckt haben, voll mit schlumpfigen Dingen, die noch kein Schlumpf vorher sah. Oh nein, das werden wir nicht, Traumi, Schlumpf. Wir fahren Richtung Heimat, mit dir oder ohne dich. Wir lassen so nicht mit uns rumschlumpfen. Hey, was ist los? Wo sind wir? Ich hab's gewusst. Wir sind auf dem Meer verschollen. 100 Meilen vom Land entfernt. 1000 Meilen. Oh. Nach langer Zeit. Land. Land. Ein kleiner Schritt für den Schlumpf, aber ein riesiger Sprung für die Schlumpfheit. Hurra! 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 Was geht hier vor? Das ist kein Land. Das ist ein Fischernetz. Endlich, endlich habe ich was gefangen. Feine, frische Fische. Oh Gott sei Dank, heute Abend wird zum ersten Mal seit Wochen meine Familie wieder satt werden mit so viel Fisch, wie sie alle wollen. Jetzt brauche ich meinen Ehering nicht mehr zu versetzen, um das Brot zu bezahlen. Piraten? Piraten? Was ist das, ein Pirat? Ihr habt doch mich! Da hast du uns ja wieder in ein schönes Geschlumpfe reingeschlumpft, Traumischlumpf. Vielleicht haben sie mich nicht gesehen und ich kann ganz heimlich entwischen. Fertig! Feuer! Bleib, wo du bist, mein Freund, oder du wirst erleben, warum man mich Captain Kielhohl nennt. Donnerwetter! Beim heiligen Neptun, was haben wir denn hier? Bitte, Sir, meine Familie ist schon am Verhungern. Nein, der Fang ist so gut, um ihn an einen Haufen rotznasiger Göhren zu verschwenden, stimmt's? Stimmt! Ja. Und was haben wir denn hier Schönes? Ach, das ist mein Ehering. Ist das nicht süß? Süß! Keine Sorge, wir werden ganz besonders gut drauf aufpassen, nicht wahr, Piraten? Ja, sicher, das werden wir. Zum Donnerwetter, die sind aber wirklich gemein. Oh, wenn ich doch nur größer wäre. Wenn ich doch nur kleiner wäre. Leb wohl, mein Freund. Ich wünsche dir eine angenehme Heimreise und eine steile Brise. Ja, yeah, ach, es geht doch nichts über das Piratendasein. Stimmt's, ihr Männer? Wenn wir unser Spiel beendet haben, werden wir die Fische braten. Ja, lasst uns spielen. Schlümpfe, dort ist unser Ausweg. Ja, aber wie wollen wir da hochklettern? Beeil dich, Klamsi. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Was war das? Nur ruhig, Kapitän, das war bestimmt nur das Heulen des Windes. Nein, das war nicht der Wind. Das klang wie ein Geist. Hast du da Töne? Der große, tapfere Kapitän hat Angst vor Geistern. Da habe ich doch eine schlumpfige Idee. Vergiss es. Deine Ideen haben uns hier reingebracht. Und jetzt bringen sie uns hier raus. Kommt schon. Da bin ich mir ganz sicher. Hier drin gibt's keine Geister, Kapitän. Ja, überhaupt keine Geister. Keine Geister, hä? Und was ist das? Wir sind die Geister, deine ertrunkenen Opfer. Wir sind gekommen, um dich heimzusuchen. Geh zurück, was ihr
ihr geraubt habt, bevor es zu spät ist. Tote machen keinen Spaß. Es tut uns ja so leid, liebe Geister. Tut uns nichts. Verflucht uns bloß nicht. Steh wieder ins Netz. Hier, du kannst alles wiederhaben. Alles, was wir bisher geraubt haben. Bloß tu uns nichts an. Oh, wenn ich doch nur auf meine liebe alte Mami gehört. Sie hat immer gesagt, dass du bloß kein Pirat wirst. Ich traue meinen eigenen Augen nicht. Mein Ehering und genügend Gold und Edelsteine, um meine Familie bis an ihr Lebensende zu versorgen. Es ist ein Wunder, ein wunderbares Wunder. Es ist ein Wunder. Ein Wunder, es ist ein Wunder, dass wir lebendig da rausgekommen sind. Das haben wir alles dir zu verdanken, Traumi. Wenn wir wieder zurück sind, werde ich Papa Schlumpf alles erzählen. Was für eine schlumpfige Katastrophe die Reise gewesen ist. Du hast gesagt, wir würden Helden sein, ha? Wir sind für niemanden eine Hilfe. Am wenigsten für uns selber. Hast du vielleicht noch Dreien? Ich hasse Dreien. Also, Kapitän Traumi, ich will mich ja nicht beklagen, aber unsere Nahrungsmittel sind alle. Und wir haben bald kein Wasser mehr. Wir werden verhungern. Wir können es nicht länger ausschlumpfen. Was sollen wir bloß machen? Oh, Kekse. Kekse, ein Schlumpf reicht für einen Keks. Nach ausgiebiger Forschungsarbeit und langjährigen Erfahrungen bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ein Schlumpf von Salzwasser nicht leben kann. Vielmehr kann eine Diät mit reinem Salzwasser Skorbut und Gewichtsverlust verursachen. Andererseits kann eine kleine Dusche ab und zu eine echte Erfrischung sein. Ich weiß was. Ich fange uns etwas zu essen. Oh ja, ich auch. Vielleicht habe ich ja Glück. Das hoffe ich auch, Kumpel. Aha, Petri Schlumpf, ich habe schon einen Fetten an der Angel. Um Schlumpfes Willen, ich auch. Junge, Junge, das muss aber ein Brocken sein. Der kann nicht größer als meiner sein, Clumsy. Er ist ein super Brocken. Na, dann lasst ihn uns mal schlumpfen. Ich finde, das ist ein wirklich weiser Entschluss, alter Freund. Wie ich immer zu sagen pflege, vereinschlumpfen. Ja, wir haben doch gesagt, wir würden etwas Schlumpfiges fangen. Ach, ich gäbe alles für einen Brotkanten, um meine verhungernde Mannschaft zu retten. Juhu, Kapitän Traumi! Lustig, dich hier zu treffen. Schlumpfine und Papa Schlumpf. Ahoi, Kapitän Traumi. Ein paar Seesterne haben uns zum Essen nach unten eingeladen. Willst du nicht mitkommen? Schlumpfine, oh, wart auf uns, Papa. Wart auf uns. Oh. Hast du den Verstand verloren, Traumi? Mit wem zum Schlumpf noch mal redest du denn da? Papa Schlumpf und Schlumpfine, siehst du sie denn nicht? Ach, das ist doch nur eine Fata Morgana. Seh doch, eine Insel nur aus Keksen. Nein, nein, sie besteht aus Felsen. Aber es sind die schönsten Felsen, die ich je gesehen habe. Oh, wie schön. Es ist das schlumpfigste Bett der Welt. Es sieht für mich mehr aus wie eine Pizza. Nein, wie ein Keks. Eine große, dicke Trompete. Unendlich viele Tuben Ölfarbe. Oh, es war nur eine Fata Morgana. Eine was? Fata Morgana? Ich hasse Fata Morgana. Mann, hab ich Hunger. Auf dieser Insel gibt's nichts anderes als Samen. Und wiederum ein kleiner Schritt für den Schlumpf. Was für eine Erfahrung. Das ist aber keine Urlaubsinsel zum Weiterempfehlen. Oh
meine armen kleinen Schlümpfe. Was ist euch nur passiert? Sie hätten schon vor Tagen zurück sein sollen. Wir müssen uns auf die Suche machen. Baut ein Schiff! Oh, Papa Schlumpf, sieh doch! Sie kommen! Hurra! Unsere fröhlichen Abenteurer sind endlich wieder daheim. Hurra! Willkommen daheim, Schlümpfe! Willkommen! 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 Erzählt uns, welche wunderschönen Orte habt ihr gesehen? Keinen! Und welche wunderbaren Überraschungen habt ihr uns mitgebracht? Keine! Ich fürchte, die Reise war ein echter Reinfall. Das kannst du wohl laut schlumpfen. Das Einzige, was wir hatten, war Ärger. Und ein paar Autsch-Stiche. Und ein paar blöde Samen. Ach, ein kleiner Reinfall für einen Schlumpf. Aber ein Riesenreinfall für die Schlumpfheit. Aber diese kleinen Samen, die alle für wertlos hielten, haben Wurzeln geschlagen und entwickelten sich zum allerersten Schlumpfbeerenbusch im ganzen Wald. Oh, was für eine wundervolle Geschichte. Ja, ich liebe Schlumpfbeeren. Ja, Schlumpfbeeren. Also, es ist nicht zu fassen. Die Bienen sind weg. Aber sie sind nicht weit geflogen. Honig. Na, Schlumpfine, deine Idee hat sich doch noch als erfolgreich erwiesen. Ja, unser schönes Dorf ist wirklich der glücklichste Ort auf der ganzen Welt. La 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 la. Ich mochte schon immer leuchtende Farben, Baby. Gefällt's dir? Oh ja, das wird bestimmt die schlumpfigste Tür im ganzen Dorf werden. Der Wasserkessel pfeift, mein Schlumpfbeerentee ist fertig. Ich bin gleich wieder da, Baby. Sei schön brav. Oh, Baby, nein! Sacrebleu, was haben wir denn hier? Ah, magnifique, wundervoll. Welches Genie hat denn dieses große Meisterwerk kreiert? Dieses Meisterwerk, wie du es bezeichnest, ist von Baby gemalt worden. Baby? Oh, Baby Schlumpf, du wirst einmal ein großartiger Maler. La 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 la. Ach, es geht doch nichts über einen Waldspaziergang. Endlich, endlich, Azrael, der Sieg ist nahe. Gargamel. Na, mal sehen, was er vorhat. Vergiss bloß nie diesen Tag, Azrael. Du darfst ihn niemals vergessen. Er bedeutet nämlich das endgültige Ende für diese stinkenden, miesen, ekelhaften blauen Schlümpfe. Ah, ich glaube, ich höre schon meine neue Geheimwaffe. Erwischt! Ah, du bist ja ein Prachtexemplar. Endlich, Azrael. Mein Plan kann nicht schiefgehen. Armer Gargamel, der gibt wohl nie auf. Was hat er sich denn dieses Mal ausgedacht? Sehr, sehr gut, Baby. Und jetzt versuch es mit dem anderen Zahnrad. Cordon bleu! No, 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 no! Komm, komm, mein kleiner Crouton. Wenn du mal ein großer Maler werden willst, dann musst du noch sehr viel üben. Oh, komm schon, mach keinen Unsinn, Toulousi. Baby wird mal ein großer Ingenieur. Das war mir von Anfang an klar. Sieh doch, was Baby gebastelt hat. Was ist das? Naja, ich bin nicht so ganz sicher, aber es ist mit Sicherheit das Werk eines großen Mechaniker-Genies, jawohl. Genie ist richtig, aber Baby ist ein Künstler. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Was soll denn diese Schlumpferei? Oh, Freunde, hört euch das an. Freie Verse. Baby, du wirst mal ein Poet. Maler. Ingenieur. Oh, Poet. Dieser Platz scheint geeignet, Azrael. Wir wollen doch nicht, dass das in meinem Schloss passiert, oder? Ipso? Facto? Heuschrecke? Maxo? Es funktioniert, Azrael. Es funktioniert. Was für eine geniale Idee. Richtig so, vermehrt euch. 100-fach, 1000-fach, nein, 1000000-fach. Es klappt, Azrael. Es funktioniert. Was habe ich immer gesagt, Azrael? Zerstöre den Wald und du zerstörst die Schlümpfe. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser blöde Gargamel doch tatsächlich glaubt, so ein kleines Insekt. Doch andererseits, was mag dieses Geräusch wohl bedeuten? Oh nein! Die Heuschrecken vernichten den ganzen Wald. Das war also Gargamels Absicht. Ich muss etwas dagegen unternehmen, und zwar sofort.
Schnell, meine Freunde, bringt euch in Sicherheit. Ich muss das Dorf erreichen, bevor es zu spät ist. Das ist doch nicht zu fassen. Sie haben mir den Weg abgeschnitten. Ich bin eingeschlossen. Baby Schlumpf, ich wünschte, ich hätte so viel Talent wie du. Ja, ja, wirklich. Was ist denn das für eine Musik? Welch wundervoller Klang. Oh, Baby ist ein musikalisches Genie. Du nur auch noch. Warum glaubt ihr alle, dass Baby ein Genie ist? Ich erkenne ein Genie sofort, wenn ich es höre. Bis er so gut spielen kann wie ich, wird es natürlich noch eine Weile dauern. Versuch es nachzuspielen, Kleiner. Perfekt ist es noch nicht, aber das Talent ist zu erkennen. Komm, Baby, wir müssen uns langsam wieder der Technik widmen. Ah, Baby, komm, gleich beginnt deine Malstunde. Ihr beide irrt euch. Baby wird nämlich ein großer Musiker. Ein Musiker? Ein Musiker? Mein armes Baby, Zeit fürs Mittagessen. Du wirst niemals erwachsen werden, wenn du nicht ordentlich isst. Oh, Schlumpfine! Ich denke, heute bin ich dran, Baby zu füttern. Darf ich? Oh, klar, Schlaubi, danke. Dieses Mal will ich meine kleinen Schlümpfe nicht mehr retten können. Federchen! Danke, Federchen. Flieg schneller, wir müssen in Schlumpfdorf sein, bevor die Heuschrecken kommen. Babyschlumpf, merk dir eins, ein voller Bauch ist nicht so wichtig wie ein geschulter Geist. Und deshalb werde ich dich jetzt in den einzig wahren Beruf einführen, den die Zukunft für dich vorgesehen hat. Du wirst nämlich ein Intellektueller. Oh Mann, ein Intellektueller. Darf ich zusehen? Du kannst mir sogar helfen. Hm, das reicht nicht. Hier. Hm, schon besser. All das und das. Das hier ist gar nicht so schlecht. Das auch nicht. Aber irgendwo zwischen all diesen Büchern... Ja, das ist es. Das hier ist das wichtigste Buch. Alle Zitate von Schlaubi Schlumpf. Wieso hat Papa Schlumpf es nur so dreckig werden lassen? Baby, was hast du angestellt? Baby, wie soll Papa Schlumpf jetzt wissen, welche Chemikalie welche ist? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Da vorne kommt er. Oh, bitte, Klamsi, sag bloß Papa Schlumpf nichts davon. Wir wollen doch nicht, dass er böse auf Baby ist, oder? Nein, nein, das will ich natürlich auch nicht. Aber was ist du, wenn... Du bringst Baby raus und ich versuche, alles wieder in Ordnung zu bringen. Baby wird ein großer Maler, Papa Schlumpf. Nicht jetzt, meine kleinen Schlümpfe. Wir befinden uns in einer lebensbedrohenden Gefahr. Heuschrecken, Millionen von Heuschrecken. Das ist wieder mal Gargamels Werk. Sie kommen hierher. Ich muss sofort etwas mixen, womit ich sie aufhalten kann. Schlaubi, wo ist die Flasche mit Drachenqualm abgeblieben? Schnell, Schlaubi. Hier ist die, Papa Schlumpf. Das heißt, ich hoffe es. Schnell, meine kleinen Schlümpfe. Sie fressen sonst alles auf. Die fressen alles auf, meinst du? Meine Türken, das ist das Ende der Welt. Feuer! Deine Formel hat leider nicht funktioniert, Papa Schlumpf. Was ist schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Es waren die richtigen Zutaten, da bin ich ganz sicher. Na gut, wir haben immer noch genug Zeit für einen zweiten Versuch. Wenn ich nur wüsste, woran es gelegen hat. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, ich muss dir was erzählen. Ich verstehe das nicht. Ich bin sicher, ich habe alles genau abgewogen. Oh, Papa Schlumpf, bitte vergib mir. Dir vergeben? Was, Schlaubi? Die Formel funktioniert nicht, weil Baby doch ein Intellektueller werden soll, ja? Ich verstehe kein Wort. Also, das war so. Ich hatte vor, Baby etwas beizubringen, aber Baby hat die Etikette deiner Chemikalien abgerissen und ich habe sie wieder draufgeklebt. Nur leider alle falsch. Oh nein, das bedeutet, ich muss herausfinden, welche die richtige ist. Wir reden noch darüber, Schlaubi. Schnell, Papa Schlumpf, die Heuschrecken erreichen schon die Dorfgrenze. Schnell, meine kleinen Schlümpfe. Fertig, Papa Schlumpf. Es funktioniert, Papa Schlumpf. Es werden immer weniger. Tatsächlich. Sie sind weg. Die Heuschrecken sind verschwunden, ja. Sieh dir diese wundervollen dürren Äste an, Azrael. Ist das nicht ein herrlicher Tag?
In ein paar Minuten werden sie vorbeikommen, diese kleinen Schlumpfbärenfresser. Doch jetzt haben sie nichts mehr zu fressen. Sie haben auch keinen Wald mehr, in dem sie sich verstecken können. Jetzt kommen sie in mein Netz. Wieso höre ich denn die Heuschrecken nicht mehr? Es werden immer weniger. Das ist Papa Schlumpfs Werk. Wieso kann ich denn nie gewinnen? Wieso nur kann ich nicht ein... Oh, mieser, blöder Verräter. Verschwinde hier. Los, macht, dass ihr verschwindet. Danke, dass du uns vor den Heuschrecken gerettet hast, Papa Schlumpf. Wir sind ja so froh. Allerdings sind wir auch sehr traurig über das, was mit dem Wald passiert ist. Das verstehe ich sehr gut. Doch der Wald wird sich erholen, so wie der nächste Regen fällt. Ja! Ja, meine kleinen Schlümpfe. Der Wald wird jetzt durch den Regen tatsächlich wieder schön grün. Das konnte ich vorhersagen. Doch eine Sache kann wirklich niemand vorhersagen. Und das ist die Frage, welche Rolle Baby Schlumpf später einmal spielen wird. Maler, Chefkoch, Ingenieur, wer weiß das schon? Das sollten wir alle in Ruhe abwarten. Und nun lasst uns mit einem kleinen Tänzchen diesen wundervollen Regen feiern. Hurra! Papa Schlumpf, es tut mir leid, dass durch mich so viele Probleme entstanden sind. Ich verzeihe dir, Schlaubi. Vorausgesetzt, du hast endlich gelernt, dass niemand so schlau ist, wie er denkt. Oh ja, das habe ich, Papa Schlumpf. Aber dafür ist dir doch aufgefallen, dass Baby Schlumpf sicher mal ein Intellektueller wird, oder? Ich weiß es nicht, was aus Baby Schlumpf einmal werden wird. Jetzt geh endlich zu den anderen und tanz! Das sind Korbrunde, Hefti. Hey! Gute Arbeit, Beauty. Bald haben wir genug Nüsse für den Winter. Oh, ich liebe Nüsse. Lecker. Hier ist eine ganz besondere Nuss für dich, Torti. Danke, Jokey. Überraschung, Überraschung. Wirklich sehr witzig. Was war denn das? Keine Ahnung. E-Moll. Für mich klang das wie ein Horn. Menschen! Seltsam. Was sollten denn Menschen in diesem Teil des Waldes wollen? Baby, Vorsicht! Hey! Hilfe! Papa Schlumpf, alles ist umgekippt. Habt ihr diesen riesengroßen Hirsch gesehen? Ja, gleich haben wir ihn mir nach. Alles in Ordnung, Schlümpfe? Papa Schlumpf, warum jagen diese Menschen den wunderschönen Hirsch? Ich fürchte, sie wollen ihn töten. Ihn töten? Warum? Ja, warum denn? Das sind Jäger. Diese schrecklichen Jäger, was sind das bloß für Menschen? Nun, einer davon war König Gerards Vetter. Malcolm, der Böse. Er ist der beste Jäger im ganzen Reich. Der arme Hirsch. Wir müssen ihn retten, Papa Schlumpf. Aber wie? Ich hab eine Idee. Schlumpf mich auf den Baum, Hefti. Was hast du vor, Harmonie? Wirst schon sehen. Was ist denn nun? Dieses Schlitzohr von Rehbock. Aber er wird uns nicht entwischen. Es hat funktioniert. Der Hirsch ist gerettet. Schlumpfine, pass auf. Vorsicht. Schneller, ihr Trottel, schneller. Er darf uns nicht entkommen. Alles in Ordnung, Schlumpfine? Ja, mir geht's gut. Was ist mit Harmonie? Oh, da reitet er. Ja, 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 ja! Allmächtiger Schlumpf, weg ist er. Der arme Harmonie. Was machen wir jetzt, Papa Schlumpf?
Wir müssen ihm folgen und ihn retten, bevor er entdeckt wird. Ich rette ihn. Ich auch. Das wird vielleicht ein Spaß. Das könnte aber auch gefährlich werden. Ihr anderen sammelt die Nüsse ein und geht dann sofort ins Dorf zurück. Ja, Papa Schlumpf. Wir werden so schnell es nur geht wiederkommen. Ja, machen wir. Also bis bald. Seid vorsichtig. Oh, der arme Harmony. Ich hoffe, Sie finden ihn bald, Baby. Ach, es hat keinen Zweck. Diese blöden Hunde haben wieder die Spur verloren. Wir reiten ins Schloss zurück und versuchen es morgen nochmal. Komm! Gut, Sir Waltrip, los, los! Ich sage dir, du musst dir wirklich absolut keine Sorgen machen, Schlumpfine. Wo auch immer sie jetzt stecken, ich bin sicher, dass Papa Schlumpf und die anderen im Moment genauso wenig in Gefahr sind wie wir. Eigentlich wäre ich überhaupt nicht überrascht, wenn wir nur... Ah! Was ist das? Wer ist da? Ach, du bist es. Du hast uns aber einen Schrecken eingejagt. Ist alles in Ordnung? Du bist ja verletzt, armer Hirsch. Komm mit uns ins Dorf, ja? Vielleicht können wir dir helfen. Es ist nicht weit. Na komm schon. Hey, Klamsi, beeil dich mit den anderen Ästen. Ich komm ja schon, Handy. Ich komm ja schon. Hey, pass doch auf. Oh, Maya. Beauty, hast du dir wehgetan? Oh, ich sollte mich lieber hinlegen. Ich sehe wirklich gar nicht gut aus. Hey, ich sehe genauso aus wie du. Dann sollte ich mich wohl auch besser hinlegen. Geht es dir schon etwas besser? Papa Schlumps Moosalbe wird deinem Huf ganz bestimmt gut tun. Und diese Leckereien bringen dich wieder auf die Beine. Ach, Tort, die Hirsche fressen doch keine Schlumpfbeerentorten. Die fressen ausschließlich Pflanzen. Das heißt, sie können nur Blätter, Zweige, Blumen oder Gras verdauen. Das ist absolut sicher. Das schmeckt was? Aber das ist doch unmöglich. Das verstehe ich einfach nicht. Weißt du, Torti, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber irgendwie kommt mir dieser Hirsch bekannt vor. Ich kann es einfach nicht fassen, dass diese unfähigen Hunde ihn entwischen ließen. Aber Sir Michael... Genug! Morgen werden wir den schwarzen Hirsch fangen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ansonsten geht's ab in den Kerker. Ja, Sir Malcolm. Ja, Eure Hoheit. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir Malcolm. Aber haben Sie schon eine Nachricht von König Gerard? Nein, Mrs. Sauerbier, die habe ich noch nicht. Nun, ich weiß, ich sollte mir keine Sorgen machen. Aber verstehen Sie, Sir, es ist nicht die Art seiner Majestät, ohne ein Wort des Abschieds einfach zu verreisen. Es war sehr große Eile geboten, Mrs. Sauerbier, Staatsangelegenheit. Naja, Sie wissen doch, Sir, wie sehr ich an seiner Majestät hänge und auch an diesem kleinen Aufziehschlumpf. Da mache ich mir natürlich immer, wenn Sie unterwegs sind. Ja, Mrs. Sauerbier, das verstehe ich sehr gut. Ich muss mich jetzt zurückziehen, Madam. Die Jagd morgen früh beginnt sehr früh. Und natürlich, schlaft gut, Eure Lordschaft. So, also sie vermisst dich, lieber Vetter. Man nennt mich Malcolm den Bösen, weißt du? Aber wie wird man mich erst nennen, wenn man meine neue Trophäe sieht? Was für ein Prachtstück! Aber mein größter Triumph steht noch bevor, der schwarze Hirsch. Wenn ich den habe, werde ich König! Nicht wahr, mein werter Vetter? Mit meinem magischen Amulett habe ich dich in einen Hirsch verwandelt. Und jetzt jagen deine, ach so geliebten Getreuen, ihren eigenen König. Yeah! Der arme König Gerard. Nach der morgigen Jagd wird der Thron mir gehören. Also dann bis morgen. Liebster Vetter, angenehme Träume, wo immer du auch stecken magst. Yeah! Aufziehschlumpf! Aufziehschlumpf! Es hat keinen Zweck. Ich muss Hilfe holen, bevor es zu spät ist. Was ich vermutet habe. Harmonys Spuren führen direkt zu König Gerards Schloss. Dann muss Harmony da drin sein.
Da, da ist er. Es ist Harmony. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Harmony, alles in Ordnung? Oh, Papa Schlumpf, ich bin ja so froh, dass ich euch gefunden habe. Dieser böse Malcolm hat etwas ganz Furchtbares vor. Er will König Girard ermorden. Was? Woher weißt du das? Er hat ein magisches Amulett, mit dem er König Girard in einen Hirschen verwandelt hat. Und morgen auf der Jagd will er ihn töten. Der Hirsch? Das darf nicht geschehen. Wenn wir an dieses Amulett kommen, können wir den Zauber vielleicht aufheben. Ja, ja, wir werden ihm das Amulett wegschlumpfen. Ja, der wird nie wissen, was geschlumpft wird. Kann das nicht gefährlich werden? Wir müssen es versuchen. Das ist König Girards einzige Chance. Und auf sich schlumpf's auch. Ihr habt sicher recht, also mir nach! Hier lang! Los, kommt! Oh, ist das ein seltsamer Ort. So was habe ich ja noch nie gesehen. Die Tiere sind so still. Ich fürchte, die sind alle ausgestopft, Hefty. Was machen wir denn nun, Papa Schlumpf? Zuerst müssen wir Aufzieh wiederbeleben. Dann suchen wir Malcolms Amulett. Hör zu, auf drei schlumpfen wir die Glasglocke hoch. Verstanden? Eins, zwei, drei, Schlumpf! Schade, dass Handy nicht hier ist. Der wüsste, was jetzt zu tun wäre. Vielleicht drehe ich mal an diesem Knopf. Und was jetzt? Alles in Ordnung? Ja, wir wissen Bescheid über Malcolms gemeinen Plan. Wir müssen die Hunde ablenken, damit Harmony und ich das Amulett holen können. Überlass das uns, Papa Schlumpf! Versuch an die Klinke zu kommen. Mach ich, Papa Schlumpf.
ist offen. Sucht den Zwerg, ihr Taugenichtser! Hey, Jokey! Er muss hier irgendwo stecken! Psst! Jokey! Ich komme, Papa Schlumpf! Hey! Das fand ich aber überhaupt nicht spaßig! Beeilung, meine kleinen Schlümpfe! Wir müssen das Amulett ins Dorf schaffen! Was ist aufziehen? Aua! Er sagte aufpassen, Stufe! Großer ja. Schlumpf, das Amulett! Oh. Hinterher, meine kleinen Schlümpfe, schnell! Na los doch, doch! Schneller! Ach, Schuh. Ich hab's gleich! Du meine Güte! Ich hätte wohl lieber zu Hause bleiben sollen! Hilfe! Zieh auf, zieh! Na los! Alles in Ordnung, Schlümpfe? Alles bestens, Papa Schlumpf. Auf uns kannst du dich immer verlassen, Papa Schlumpf. Jokey, pass auf! Was hast du da angerichtet? Kann es jemand rausschlumpfen? Es ist zu dunkel da unten. Was tun? Wenn wir eine Lampe und ein Seil hätten, könnten wir es vielleicht herausfischen. Na, auf was warten wir dann noch? Komm schon! Vorsichtig, meine kleinen Schlümpfe. Ja, so ist's gut. Lass mich runter! Halt! Da ist es! Los geht's! Zieht schon hoch! Hoffen wir, dass wir auf dem Nachhauseweg keine unerwarteten Überraschungen mehr erleben. Mrs. Sauerbier. Ja, Sir? Haben Sie mein Amulett gesehen? Oh nein, Sir Markham. Es ist weg. Die Diener sollen sofort alle Räume des Schlosses durchsuchen. Oh, ja, Sir Markham. Ich muss dieses Amulett finden. Ohne es könnte ich meine Macht über Gerard verlieren. Haben Sie das Amulett gefunden? Wir haben das Schloss von oben bis unten durchsucht, Sir Markham. Na und? Ihr Amulett ist wirklich nirgends zu finden. Dann müssen wir jetzt schnellstens den schwarzen Hirsch suchen. Heute wird er nicht entwischen. Schere. So, nun wollen wir mal sehen, ob die Behandlung Erfolg hatte. Dein Huf ist wieder gesund, Herr Hirsch. Nun kannst du wieder zurück in den Wald. Das würde nicht. Was macht er denn da? Er zeichnet ein Bild in den Sand. Es sieht aus wie ein Schloss. Aber was meint er damit? Was willst du uns denn damit sagen? Warte! Lauf nicht weg! Hier bist du doch sicher! Das ist nun also der Dank für unsere Hilfe. Wie ich neulich doch erst zu Papa Schlumpf gesagt habe. Papa Schlumpf! Und Aufzieh! Oh, Aufzieh! Wie schön, dich wiederzusehen. Na, was machen deine Zahnräder? Oh, sehr gut, sehr gut. Meine kleinen Schlümpfe, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen den schwarzen Hirsch finden und hier ins Dorf bringen. Aber der ist doch gerade weggerannt. Was? Das stimmt. Er war verletzt und da haben wir ihn hergebracht und gepflegt. Ach du großer Schlumpf, dieser Hirsch ist König Gerard. König Gerard? Ich wusste doch, irgendwas kam mir an dem Hirsch bekannt vor. Wir müssen ihn finden, bevor die Jäger es tun. Ich bleibe hier und werde versuchen, den Zauber zu brechen. Und dreht jeden Stein um, meine kleinen Schlümpfe. Sein Leben hängt davon ab. Ja, Papa Schlumpf. König Gerard! König Gerard? Sag mal, Clumsy, was machst du denn da? Naja,
Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen jeden Stein umdrehen. Oh. König Gerard! Hallo, König Gerard! König Gerard! Komm schon, Muffi, wir müssen weitersuchen. Ich hasse weitersuchen. Wo kann er nur sein? Da! Warte! Komm zurück! Ja! Ja! Er rennt Richtung Gruyère-Schlucht! Hinterher! Da rennt ja unser Guter! Aha, er wird langsam müde! Behandlung von Geweihrost, Pilz, Buch und Äsel, Weidennacken. Nein, das ist es alles nicht. Mal sehen. Hier. Oh nein, seht mal, er ist gefangen. Wir kommen zu spät. Die Trophäe gehört mir. Jetzt gut zählen. Ah, da haben wir's. Reh und Hirsch, Kitz und Kuh, verwandel dich zurück im Nu. Brechen soll Malcolms Fluch sofort und König Gerard zurückkehren an diesen Ort. Was zum Teufel? Da läuft ihr! Nein, nicht schießen! Ich bin es, König Gerard! Euer Majestät! Aber der schwarze Hirsch! Ich will, dass ihr ihn lebend fand. Ja. Ja, eure Hoheit. Danke, meine lieben Freunde. Ich verdanke euch mein Leben. Wärt ihr nicht so tapfer und Harmony und mein kleiner Aufziehschlumpf nicht so mutig gewesen, dann wäre ich jetzt eine weitere Trophäe am Malcolms Wand. Und was wird denn jetzt aus Malcolm, euer Majestät? Ich werde ihn wieder zurückverwandeln. Natürlich erst, wenn man ihn eingefangen hat. Vielleicht hat mein Vetter seine Lektion gelernt, wenn die Hunde ihm eine Weile auf den Fersen waren. Ein Hoch auf unseren König Gerard! Hurra! 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 Also, das nenne ich nun wirklich Tierquälerei. Das Wasser ist toll! Hey, Naturi! Willst du nicht reinkommen? Ich muss erst mal Frau Hüpfers Flügel glatt streichen. Naturi, du solltest dich lieber beeilen. Du weißt doch, wie ärgerlich Torti ist, wenn jemand zu spät... Aber Schlaubi, du kennst doch Naturi. Ja, Naturi würde auch noch die ganze Nacht hier bleiben, um irgendwelche Flügel zu glätten. Na, wer sagt's denn, Frau Hüpfer? So gut wie neu. Komm rein, Naturi, es ist schon spät. Dein Baby ist aus dem Nest gefallen? Irgendwas findet der doch immer. Hä? Vom Walnussbaum in Gargamels Nähe? Gargamel? Ich muss mich um diesen kleinen Vogel kümmern. Sag Papa Schlumpf, dass ich später komme, ja? Wenn der hört, dass du wieder als Samariter unterwegs bist. Oh, Schlaubi! Du weißt, Naturi würde sich nie verzeihen, wenn er dem kleinen Vogel nicht helfen würde. Was war denn das? Guten Tag, Frau Blaukehlchen. Das ist ja nicht zu fassen. Tja, so sind die Katzen eben. Und nun zu dir, kleiner Piepmatz. Das haben wir gleich. Keine Sorge. Halt dich fest, Piepmatz, gleich bist du wieder zu Hause.
Nett gemeint, aber ich werde leider schon zu Hause zum Essen erwartet. Azrael, wo bist du? Zeig dich, du faules Katzenvieh! Ich hab dir einen Freund mitgebracht. Nur Geduld, gleich hab ich sie. Das war's. Diese Greta hat dir sicherlich viel Schmerzen bereitet. Ich muss wirklich sagen, du warst sehr tapfer. Meine Güte, Azrael, sei nicht so ein Feigling. Wenn du dich nicht so anstellen würdest, könntest du feststellen, dass dieses hübsche Exemplar eines Silberzahnhundes es nur nett meint. Na los, Azrael, nun komm schon runter. Ihr beide werdet zusammenarbeiten. Danke für die köstliche Schlumpfbeerentorte. Es war die beste, die du je gemacht hast, Torti. Ich hoffe, du hast Naturi ein Stück übrig gelassen. Wenn man's ganz genau nimmt, nicht. Oh, das macht nichts, Torti. Entschuldige die Verspätung, Papa Schlumpf. Aber mit dem Grashüpfer, dem Bären und dem Hasen wurde es wieder ein arbeitsreicher Tag. Du musst Hunger haben, denn du hast doch schon das Mittagessen verpasst. Das war es auch wert, Papa Schlumpf. Denn der kleine verirrte Hase hat dadurch seine Lektion gelernt. Lektion Nummer 1, das ist ein Schlumpf. Lektion Nummer 2, das ist ein Schlumpfbärenbaum. Lektion Nummer 3, Sitz! Ich sagte Sitz! Machen wir weiter mit der vierten Lektion. Lektion Nummer 5, nehmt euch vor den Fallen der Menschen in Acht, speziell wenn sie aus Eisen sind. Das sind nämlich die gemeinsten von allen. Vergesst das bitte nicht. Das Thema der sechsten Lektion ist Einsatzfreude, hörst du, Azrael? Bedauerlicherweise zeigst du davon verdammt wenig. Also macht's gut, meine Freunde. Bis morgen dann. Und denkt bitte dran, nehmt euch vor den Eisenfallen in Acht. Das hier ist ein Schlumpfbeerenbaum. Und merke dir, wo es Schlumpfbeeren gibt, da gibt es auch Schlümpfe. Sieh mal, Federchen. Da unten ist eine dieser fiesen Eisenfallen. Und das Tier, das sich darin gefangen hat, braucht unsere Hilfe. Es hört sich an wie eine verletzte Katze. Meinst du nicht, es wäre ratsam, das Tempo ein klein wenig zu drosseln? Ja! Ja! Armer Azrael, keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Ich finde, schlafende Katzen soll man nicht wecken. Es geschieht ihnen ganz recht. Azrael ist böse. Warum sollten wir ihm helfen? Weil er stirbt, wenn wir nichts tun. Ja, aber vielleicht sterben wir, wenn wir es tun. Oh je, ich wünschte, Papa Schlumpf wäre hier. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze. Würde mir nun endlich einer von euch helfen, das arme Tier von seinen Qualen zu befreien? Was seid ihr nur für Schlümpfe? Habt ihr denn wirklich überhaupt kein Mitleid mit dieser armen, verletzten Katze, die von Schmerzen gepeinigt um Hilfe schreit, hä? Oh, armer Azrael! Weine nicht, es wird alles gut, Azrael. Wir versuchen dir zu helfen. Puh, die kriegen wir nie auf. Wir sollten es mit einem Stock versuchen. Hier? Ja, damit könnte es klappen. Keine Bange, Katerchen. Braves Miezekätzchen. Steh nicht so dumm rum, Schlaubi. Hilf mir lieber. Papa Schlumpf würde davon aber gar nicht entzückt sein. Überhaupt nicht. Naturi, ich hab's dir einmal gesagt und ich werde es dir wohl noch 100-mal sagen müssen. Papa Schlumpf mag sowas nicht. Schon gut, Schlaubi. Du hast es ja schon 100-mal gesagt. Tut mir leid, Azrael, aber die Augen bleiben verbunden. Schlümpfe, du Trottel! Nicht Drachen! Von wegen Jam Jam, du selten dämliches Vieh! Keine Panik! Beruhigt euch doch! Es ist nicht so, wie ihr denkt! Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen, diese Monster-Killer-Katze ins Dorf zu bringen? Keine Angst vor dir!
Schlumpft aus dem Weg und überlasst uns diese miese Katze! Niemals, und ich meine niemals! Wartet einen Augenblick! Macht Platz für Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, schlumpf dich zu uns durch! Naturi, diesmal hast du es aber mit deiner Tierliebe etwas übertrieben. Ja! Aber Papa Schlumpf, bitte, sieh ihn dir doch an. Gütiger Himmel, Azrael hat sich in einer von Gargamels Fallen gefangen, nicht zu fassen. Ich frage dich, Papa Schlumpf, sieht diese bedauernswerte Kreatur wie ein gefährliches Tier aus? Ja, das kann man wohl sagen! Papa, diese Mieze ist ein Killer! Meine kleinen Schlümpfe, ich weiß, wir haben unsere Probleme mit Azrael gehabt. Ich hasse Azrael! Wir alle hassen Azrael! Niemand von uns kann ihn leiden. Habe ich euch nicht immer gesagt, ihr sollt alle Kreaturen lieben, alle? Aber Papa Schlumpf, diese böse Miezekatze jagt uns Schlümpfe immer. Ja, stimmt. Ich tue das gut. Oh ja, das stimmt ganz genau. Ich sage, schmeißt sie raus. Diese bedauernswerte Kreatur ist immerhin ein Lebewesen. Sind wir nun Schlümpfe oder sind wir keine? Nun, was? Tja, was? Vorsicht, Schlümpfe! Also los, schlumpfen wir alle zusammen. Zugleich! Zugleich! Was meinst du dazu? Nun, Schlaubi, ein Leopard bleibt ein Leopard. Ganz meine Meinung, ja. Zugleich. Schau mal, Hundchen, Schlumpfspuren. Oh Mann, zieh doch nicht so. Au, Platz, Sitz, halt, bleib stehen, du Trottel. Geh mir aus den Augen, du riechst aus dem Hals. Bäh. Findest du nicht auch, Azrael? Heute Morgen sehen wir sehr schlumpfig aus. Azrael. Möchte das Kätzchen noch etwas Milch? Wie wär's mit einer Schlumpfbär-Torte? Azrael hasst Schlumpfbären! Papa Schlumpf, diese Lilienwurzelsalbe, die du geschlumpft hast, ist fantastisch. Sieht ganz so aus. Wenn die Wunde weiter so gut heilt, wird Azrael bald wieder der Alte sein. Und genau das befürchte ich. Schau mal dort, das sind frische Wagenspuren und ich rieche Schlumpfbeeren. Wir müssen in der Nähe des Dorfes sein. Oh, hast du das gehört? Ich könnte schwören, das war der Nichtsnutz Azrael. Azrael! Azrael, komm her, mein Katerchen. Katermin! Azrael, du böse Miezekatze. Oh, Papa Schlumpf! Oh nein, Papa Schlumpf, das war nur wieder einer von Gargamels Tricks. Nein, Papa Schlumpf, nein, das glaube ich nicht. Wo bist du, mein Katerchen? Ist denn das zu fassen? Naturi, lauf schnell weg. Nein, nein, bleib ganz ruhig, Azrael. Keine Sorge, Gargamel kann dich hier nicht finden. Handy, hilft die Hut in Feuerwehrwagen, beeilt euch. Azrael, behandelt man so einen Freund, der einem das Leben gerettet hat? Ah, du scheinst eine Fährte zu haben, mein Hundchen. Na dann, Attacke! Nicht so schnell, nicht so schnell! Halt! Au, au, halt! Halt an, du blöde Töne! Nein! Halt! Bleib endlich stehen, du Mistvieh! Nein, halt! Halt an, bleib stehen! Platz ist aus! Naturi, ist dir was passiert? Oh, ich glaub nicht, Papa Schlumpf. Azrael hätte dich töten können. Ja, gekonnt hätte er es schon, Papa Schlumpf. Aber er hat's nicht. Einfach nicht zu fassen.